fährt den zweiten Sieg ein. Ja, der Glaube ist halt stark in mir. Der Glaube, dann leiten wir doch mal direkt über. Die perfekte Überleitung zu Gott. Hallo, also ich lasse, du hast den Namen ja auf der Stirn, deswegen lasse ich den in dem kleinen Name-Tag jetzt trotzdem einfach mal da. Hallo Gott. Gott ja, ist auf die Stirn. Ich bin hier, um meinen Sohn Robert zu unterstützen. Ach, das ist das. Der Los, Messias. Robert, du schaffst das. Ich bin ganz stolz auf dich. Umgebracht. Den brauchte keiner mehr. Weißt du Gott, ich bin noch überlegen, ob ich mich aus der Kirche abmelde. Vielleicht war das jetzt der entscheidende Punkt. Überleg dir das. Überleg dir also, nur, welcher Kirche du abmeldest. Ich kann dir nur sagen, ich habe mich schon abgemeldet und es scheint nicht zu schaden. Das heißt, mein Sohn, Blut ist dicker als Weihwasser. Bei dir heißt das so viel, wie du bist aus der, du bist von zu Hause ausgezogen, wenn du aus der Kirche austretest. Trittst. Okay, ja, Bayer, nee, Gott, Entschuldigung. Letzte Woche war der Teufel hier, hat eine höllische Show abgeliefert, bis jetzt hier um den Namen der planen Ebenen wieder reinzuwaschen, oder was willst du machen? Das hat mir ganz gut gefallen letztes Mal, deswegen dachte ich, was der kann, kann ich schon lange. Jetzt gucke ich mir das Ganze mal provisorisch an. Ich bin Volontär. Okay, alles klar. Sebi, der Mann, der hinter diesem grandiosen neuen Intro steckt, der uns seit da steckt noch viel mehr Leute hinter. Ja, wir auch, aber du hast das Ganze zusammengeschnitten. Ja, gut. Das ist keine Band, Robert. Ja, ist auf jeden Fall, das ist keine Band und kein Taxifahrer und kein Flugzeug. Wie heißen die Leute, die Flugzeuge fliegen? Pilot. Wie lange hast du dran gesessen, bis das so aussah, wie es jetzt aussieht? Ich habe einige, also das, was ihr da seht, ist die vierte Version. Ich habe zwischendurch noch andere Sachen gemacht, die waren aber alle nicht toll. Und dann habe ich es neu gemacht. Okay. Und gestern, also gestern war Sonntag, oder? Ja. Genau, dann habe ich am Samstag habe ich das gemacht. So war das richtig. Samstag habe ich dann den ganzen Tag hier gesessen und so ein bisschen halt in die Tastatur gehauen. Ne? Ja, schön. Aber also sehr schön geworden. Es hat noch ein bisschen was, ich habe ja schon gesagt, ich wünsche mir noch die Version mit Ich sehe in dein Herz. Ja, aber dann kommt die GEMA wieder und dann macht Twitch uns wieder leise wie letzte Woche, wo ich noch immer nicht weiß, warum wir da leise sind. Ja, ich hab übrigens auch nichts rausgefunden, warum. Also mir wurde nicht gesagt, also auch nur, weil irgendeine Musik ähnlich klingt wie irgendwas anscheinend. Das, ja, wahrscheinlich. Weil der Bayer sich zu sexy ausgezogen hat in dem Intro wahrscheinlich. Ja. Und last but not least, mein neuer Nemesis, der Wookie. Wookie, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Das allererste Mal habe ich gewonnen, da hatte ich Guinness dabei. Ich hatte am Freitag Guinness, vielleicht hält das noch an. Ansonsten, ich bin hier, um zu spielen. Ich bin hier, um als einziger Spaß zu haben. Also ich habe heute auch Spaß. Ich habe heute mal keinen Druck. Dass die anderen nicht gewinnen. Nee, ich freue mich. Nummer 15, das ist ganz schön viel. Auf jeden Fall. Und ja, eigentlich auch nur, Sebi, geiles Intro. Kann man ja noch sagen. Ja? Ja. Liegt am Inhalt. Ohne euch wäre das ja nie so schön geworden. Ja, schön. Wie überzeugend das rüberkam jetzt gerade. Also so gesehen, was die Intros angeht, Sebi, bist du auf jeden Fall schon Gewinner. Ja. 2 Punkte von Sebi. Alles klar. Willst du einen Joker setzen dafür, oder? Nö. Ach, machen wir mal wieder Joker. Oh nö, ich mache heute keine Joker. Die, irgendwie bin ich immer der Einzige, der sie gerade einsetzt. Dazwischen wird es nicht gemacht. Deswegen lasse ich sie mal weg. Ich habe ja schon verstanden. Ist okay. Ja, ich habe mir ein paar sehr bekloppte Spiele für heute ausgedacht und geben lassen. Es wird ein Spaß für mich, für die Zuschauer. Und ich hoffe, ihr haltet durch bis zum Ende. Das erste Spiel, wir fangen auch direkt an, ohne weitere Umschweife. Ich benenne es hier nochmal gerade um. Ist ein Spiel, das mir zugeschickt wurde von dem werten Krimi-Master, der sich auch im Chat gerade befindet. Der wird sich jetzt gleich sehr freuen. Das Spiel. Also Krimi-Master. Das Spiel ist das, trägt, was er bei, Spiel 3, bei Runde 3 schon haben wollte? Er hat es mir auf jeden Fall schon vor ein paar Wochen geschickt und ich habe es geschoben. Aber da, Team Sebi, das heißt, das ist was für Sebi. Jetzt in Ermangelung weiterer Spiele, die ich habe, muss ich langsam auf seine Spielideen zurückgreifen. Wir nennen das mal PKW. Und PKW steht aber nicht für Personenkraft. Wagen, glaube ich, sondern für Pferdekäsewein. Ihr solltet ja, ihr habt ja euer Whiteboard oder irgendwas zu schreiben auf jeden Fall gerade dabei und ihr könnt jetzt entweder, könnt euch überlegen, dass ihr das Whiteboard benutzt oder wenn ihr irgendwie ein DIN-A4-Blatt oder so habt, könnt ihr auch das nehmen und 3 Zettel machen. Ich lese euch jetzt gleich, ganz simpel, ich lese euch jetzt Namen vor von einem Ding. Dieses Ding ist entweder ein Pferd, ein Käse oder ein Wein. Und ihr schreibt mir einfach auf, was es ist. Ich mach mal Zettel. Ja, also damit ihr nicht jedes Mal wegmacht, könnt ihr halt auch auf 3 Zettel einmal Pferd, einmal Käse, einmal Wein schreiben. Ach, dann könnt ihr die mal jeweils hochhalten. Ich weiß nicht, wo meine Game-2-Sticker hin sind. Ich mach's anders. Immer diese Schleichwerbung hier. Ich muss mal gerade gucken, wo ich es jetzt notiert habe. Die hab ich da, genau. Ich mach das so, ja? Ja, kannst du auch machen, ist okay.
Wichtig ist, dass ihr das dann gleich immer alle gleichzeitig hochhaltet. Das ist nicht so schlecht drin wie in Pilz, Schmetterling oder sonst wer. Das ist eine gute Kategorie, Pilz, Schmetterling oder sonst wer. Ja, Steff, du hast mir auch die Bilder dazu geschickt, aber da ich keinen Drucker habe, habe ich sie nicht ausgedruckt und ich dachte mir, das geht auch so. Ich hätte sonst noch kleine Bilder gehabt mit jeweils einer Flasche Wein, einem Käse oder einem Pferd, aber ich dachte mir, das kriegen wir auch so hin. Was? So, habt ihr alle, seid ihr alle vorbereitet? Yes. Nein. Okay. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich habe 15 vorbereitet, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube es sind 15. Und wir gucken dann, wer am Ende die meisten Punkte hat. Sollte es ein Unentschieden geben, habe ich noch ein paar, die wir in den Tiebreaker quasi reinführen können. Also. Okay. Gott, wie sieht's aus? Ich musste eben noch Wein, Wasser zu Wein machen. Und Milch zu Käse. Und eine Kuh zu... Ich bin verwirrt. Kuh zu Fleisch. Zum Pferd. Sehr gut, alles klar. Bereit. Also, das erste wäre... Achso, ich sollte mir vielleicht irgendwas zum Notieren der Punkte nehmen. Oder nehmen wir das hier. Silvana. S-Y-L-V-A-N-E-R. Silvana. Ist das ein Wein, ist das ein Pferd oder ist das ein Käse? Ich sage 5, aber alles vier, kann man verspeisen. 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal die Kamera zeigen. Passt alles gut zu Lasagne. Wir haben, also ich kann schon mal sagen, es ist ein Wein und deswegen kriegt Robert einen Punkt. Scheiße. Ich muss hier nochmal gerade noch... ist das so ein WoW-Wein? Ein WoW-Wein? Ein WoW? Oder ein Punkt. Alles klar, weiter geht's. Criollo. C-R-I-O-L-L-O. Criollo. Ist das ein Wein, ist das ein Käse oder ist das ein Pferd? Ich sollte... Doppel-L? Ja, mit Doppel-L. Criollo. Okay. Nicht Criollo, das ist was anderes. Ja, ja, eben. Also keine Ahnung, ich, alles was, alles Käse, was Dirk sagt, alles was heute falsch ist, könnt ihr an den Krimi-Master weiterreichen. Ich habe schon die Sachen, bei denen ich dachte, ich muss da was verbessern, die habe ich dann verbessert. So, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben dreimal Pferd und einmal Käse und es ist ein Pferd. Deswegen kriegen alle einen Punkt, außer der Bayer. Käse wäre es mit einem L gewesen, Bayer. Ich kann diese Pferde auch aus der Existenz schnipsen, wenn ich will. Ja, vor allem mit Käse eine Frage schieben. Okay. Okay, Moment. Ist Gott gleich Thanos? Oh, snap. Jarlsberg. Wie man spricht. Jarlsberg. Wie wird das geschrieben? Logik folgen, J-A-R-L-S Berg. Der Jarl. Der Jarl. Quasi der Earl. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben zweimal Käse, einmal Wein, einmal Pferd und es ist ein Käse. Sebi kriegt den Punkt. Der Bayer ich dachte, auch es wäre Wein. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe Gott übersehen. Danke, Sebi. Sebi hat ein Händchen für Gott. So. Gott kann nicht ohne mich. Ach ja, komm mal her. Trollinger. Wieder Troll und dann I-N-G-E-R. Och Mann, ich wollte Witzantworten machen, aber ich habe Trollinger, glaube ich, sogar hier stehen. Du hast ein Pferd bei dir? Ein Pferd. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Warte. Achso, ja, wir haben dreimal Wein, einmal Käse und es ist natürlich der Wein. Das ist doch Käse. Nein. Aber du musst dem Bayer zuhören. Da hat ja, er könnte auch ein Käse zu Hause stehen. Ich kann ja nicht glauben. Er ist Gott. Was denn sonst? Ich nicht lügen. Verlier deinen Glauben nicht. Ich werde heute nicht lügen. Spiel 2, lügen. Verdammt, der ist gut. Wie hat er es gemacht? Okay. Kaschkawal. K-A-S-C-H-K-A-W-A-L. Kaschkawal. Den habe ich tatsächlich auch hier. dann solltest du mal zum Arzt gehen. Okay, Mann, Spaß, ich kann nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben zweimal Pferd, zweimal Käse und es ist ein rumänischer Käse. Bayer und Robert kriegen einen Punkt. Ach, der ist wahrscheinlich wegen Pferdekäse. Caballo. Ja, deshalb. In Rumänien melken sie Pferde. Das ist ein bisschen dickflüssiger dann, aber die Milch. Das nächste ist, ich hab's einfach genommen, weil es so schön klingt, Moron. Also M-O-R-O-N. Es wird auch Moron oder Moron ausgesprochen. Nicht jetzt so englisch, wie ich es gesagt habe. Ja, das ist
in der Herkunft. Übrigens nochmal schön Hallo an den Chat, ne? Falls wir es eben noch nicht gesagt haben. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr euch eingefunden habt und euch den Quatsch hier anguckt. 5, 4, 3, 2, 1. Moron ist, wir haben zweimal Pferd, einmal Wein, einmal Käse. Es ist ein Schweizer Käse. Bayer kriegt den Punkt. Das heißt aber bestimmt nicht Moron. Deswegen habe ich auch noch extra dann gesagt, es ist nicht so ausgesprochen, sondern Moron gesagt. Ich habe es extra nochmal danach gesagt. Das sind die Minen von Moron. Moron Mountain bei Space Jam. Das ist die Käseabbauplantage. Barolo. B-A-R-O-L-O. Barolo. Was ist Sie Barolo? Liebhaber. Barolo Black. Wenn er so lacht, haben wir ihn erwischt. Ich wusste, irgendwann sagt jemand einen Wein, der wie sein Freund heißt. 5, 4, 3, 2, 1. Wieder eine Falle? War das wieder eine Falle? Wir haben zweimal Pferd, einmal Wein, einmal Käse und es ist ein Wein. Wookie kriegt den Punkt. Grazie. Das ist verdammt knapp. Ich hätte vielleicht doch mehr Sachen nehmen sollen. Okay, wir gucken mal. Ich habe noch eine ganze große Liste davon. Ja, wenn man rät, dann ist das einfach so. Ja. Okay, weiter geht's mit Groninger. Ich leider nicht verstanden. Groninger. G-R-O-N-I-N-G-E-R. Krimi, was rechnet mit einem Pornotitel dazwischen? Vielleicht war schon einer dazwischen. Barolo. Na, dazwischen. Klassiker, Robert. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben zweimal Käse, zweimal Pferd. Es ist ein niederländisches Pferd. Robert und Sebi kriegen den Punkt. Bei Niederländisch hätte es noch zwei Möglichkeiten gegeben. Kennst du nicht der niederländische Wein? Der Wein. Ja. Ja, der kennt ihn nicht. Okay. Abgefiltertes Wasser. Gerd der Flamm. Kakawall. Kack wie die Kacke und dann A-V-A-L-L. Kakawall. Da ist er, der Pornotitel. Ja. Daran zu erkennen, dass der Robert nicht lacht. Okay. Wow, 5, Gott hat 4, heute rundum 3, 2, 1. Hey, ich bin Gott, ich bin den ganzen Tag hier. Wir haben zweimal Käse, einmal Pferd, einmal Wein und es ist ein albanischer Käse. Wookie und Bayer kriegen den Punkt. Er ist doch genauso wie der andere Käse fast. Bayers Käsewissen finde ich gerade sehr faszinierend. Käse verliert nie. Okay, Kabardina. K-A-B-A-R-D-I-N-E-R. Karabiner? Kabardiner. Kammerdiener? Gott hört schlecht. Gott sieht alles, aber Gott hört verdammt schlecht. Ja. Das ist ja schon seit Jahrtausenden bekannt. Deswegen hat er dir auf meine Gebete. Bete nicht das Beste, textet mir einfach. Hast du eine WhatsApp oder so? Hat keiner gesehen, dass du Käse hochgehalten hast. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Das haben wir. Pferd, Pferd, Pferd und Käse. Und es ist ein nordkaukasisches Pferd. Alle außer Gott. Yeah! Wow, damit habt ihr alle 5 Punkte gerade. Cool. So, echt? Ja. Okay, wir machen weiter. Also, Paso Fino. Zwei Wörter. Paso, P-A-S-O und Fino, F-I-N-O. Paso Fino. Tanz. Das ist der Floss, so heißt der in Spanien. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben dreimal Käse, einmal Pferd. Es ist ein kolumbianisches Pferd. Wookie kriegt den Punkt. Okay, dann haben wir... Kleine Schritte, oder? Kreim. K-R-E-I-M. Das könnte auch Creme ausgesprochen werden, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Creme oder Kreim? K-R-E-I-M. Lakreim. Lakreim! Damit hast du auch irgendwie was zu tun. Ich finde einfach das Muster nicht, nachdem die Antworten sortiert sind. Es gibt kein Muster. Das ist okay. Der alte Fahrschulbogen. 5, 4, 3, 2, 1 und einmal zeigen. Wir haben dreimal Käse, einmal Wein. Es ist ein finnischer Käse. Alle außer Sebi kriegen einen Punkt. Mann, Sebi. Whatever, weißt du, es sind noch drei Sachen. Ich habe kein Pferd, Käse ist so lala und ich trinke Bier. mit der Tinder-Bio kommst du sehr weit. Traminer. T-R-A-M-I-N-E-R. Traminer. Traminer. 5, 4, 3, 2, 1. Da haben wir, müssen wir gucken, zweimal Pferd, einmal Wein, einmal Käse. Es ist ein Wein. Sebi kriegt einen Punkt. Geil.
Und wieder aufgeholt. Das ist ein bisschen Angst vor dem Endergebnis gleich. Okay. Neuburger. Also Neu und Burger, wie die Burg und er. Aber ein Wort. Ein Wort. Neuburger, genau. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir haben wieder einmal zweimal Käse, einmal Pferd, einmal Wein. Es ist ein Wein. Sebi kriegt den Punkt. Sebi! Der Neuburger halt. Galopp. Okay. Jetzt wird's spannend. Aravani. A-R-R-A-V-A-N-I. Was nochmal? A-R-R-A-V-A-N-I. Aravani. Aravani. Na, wenn das mal kein Pferd ist. Okay. Fünf, dann ist es wohl Käse, vier, oder Wein. 3, 2, 1, nimmst du Tor 3. Einmal zeigen. Wir haben zweimal Käse, einmal Wein, einmal Pferd. Es ist ein Pferd. Damit kriegt Robert den Punkt. Danke, Bayer. Okay, damit ist schon mal klar, dass Gott keine Ahnung von Pferden, Käse oder Wein hat. Damit bist du schon mal für dieses Spiel auf dem letzten Platz. Wir müssen aber jetzt noch ein Stechen machen mit den restlichen. Na, er ist raus. Du bist raus, Gott. Ach. Okay, warte, jetzt muss ich mal gerade... Ich habe befürchtet, dass das passiert und habe mich natürlich bestens vorbereitet. So, da lädt es hoffentlich jetzt gerade. Ich lese noch ein paar vor. Werkzeug und, oder... oder Mitschüler. Dann nehmen wir doch mal... was haben wir denn hier, was Schönes? Was nehmen wir denn mal? Garano. G-A-R-R-A-N-O. Sebi, Wuki und Robert. Ihr spielt jetzt quasi noch um die nächsten... Platzierungen. Gerano oder Garano? Garano, also A-A-O. Das Unterschied macht. Schon, Sebi, schon. Das ist wie vorhin mit dem Doppel-L. Okay, dann 5, 4, 3, 2, 1. Und ihr sagt alle Käse. So. Dann ist auch ganz egal, was die Antwort eigentlich wirklich ist. Warum ist das denn schon wieder weg jetzt hier? Warte, da ist es. Es wäre ein Pferd gewesen. Okay, was? Es wäre ein Pferd. Ah. Okay. Dann sage ich jetzt mal... Wäre doch mein Top 3 gewesen. Sehr gut. Kustanai. K-U-S-T-A-N-A-I. Kustanai. Und ihr dürft wieder zeigen in 3, 2, 1. Wir haben dreimal Wein, es ist wieder ein Pferd. Okay, alles klar. Vielleicht sollte ich einfach Stein, Schere, Papier spielen. Ne? Ja, ach komm, wir machen mal so. Gidran. G-I-D-R-A-N. Nochmal? Gidran. G-I-D-R-A-N. Kann ich das mal in einem Satz hören? Gidran ist ein Wort. Ich trinke einen Gidran. Heute Nacht lasse ich mal den Gidran. Okay, 3, 2, 1. Oh. Wookie kriegt einen Punkt, das ist wieder ein Pferd gewesen. Damit ist Wookie. Das ist ja lame, das habe ich auch kurz überlegt. Okay, damit hat Wookie jetzt aber schon mal das gewonnen quasi. Und ihr Sebi und Robert, ihr macht jetzt auch ein Stechen um Platz 2. So. Für euch beide jetzt noch die hoffentlich das letzte Mal. Glustig. G-L-U-S-C-H-T-I-G. Glustig. G-L-U-S-C-H-T-I-G. Ist das ein Pferd, ein Käse oder ein Wein? Und in 3, 2, 1 könnt ihr es reinhalten. Oh, wir haben einmal Käse, einmal Wein und es ist, jetzt muss ich gerade selber nochmal nachgucken, damit ich nichts Falsches sage. Nein, es ist kein Pferd. Es ist ein Käse und deswegen kriegt Robert noch den einen Punkt. Und damit haben wir folgende Endplatzierung für das erste Spiel. Der Bayer geht mit 0 Punkten hier raus. Dann kommt Sebi mit einem Punkt, Robert mit 2 Punkten und Wookie mit 3 Punkten. Damit ist das erste Spiel PKW vollendet. Herzlichen Glückwunsch. Dafür. Sebi, nur mal so nebenbei, kannst du mir mal gerade einen Buchstaben aus dem Alphabet nennen, aber nicht Q, X, Y oder Z? K. K, alles klar, danke. Wird schönes später. Spiel, Steff, danke. Wird später nochmal wichtig. Alles klar, so, damit sind wir mit dem ersten Spiel. Nö, musst du nicht. Also wirklich nicht, musst du dir nicht merken. Nö, musst du dir nicht merken. Nein, ich habe ihn nur gefragt, ob er einen Buchstaben mir sagen kann und er hat das K gesagt. So. Ihr findet an eurem Umschlag ein K. Ja, genau. Es ist dieser Buchstabe. Die Karo 5. Aha.
So, mit dem nächsten Spiel, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt wird. Das ist bewusst auch Spiel 2, weil wir wissen ja, wie Spiel 2 so abläuft. Wir spielen jetzt mal einen alten Klassiker aus der Schulzeit, wenn ich das Overlay nicht wieder verschiebe. Nein, nicht den Klassiker, nein, das ist durch mittlerweile. Wir spielen eine Partie Käsekästchen. Oh, wie ging der Scheiß denn? Ja. Wir wechseln einmal auf den Gamescreen. Ich hoffe jetzt, dass das alles funktioniert. Das war nämlich das, wo ich mir nicht so ganz sicher war. Oh, da war ich so gut drin. Ich wechsle einmal hin. So, okay. Wir, im Stream. Pferdekästchen. Weinkästchen. So, warte, ich teile einmal meinen Bildschirm mit euch und hoffe, dass das jetzt auch alles so funktioniert, damit ihr Paint nämlich seht. Teilen beginnen. Das müsstet ihr jetzt sehen, im besten Fall. Ja. Bitte sagt ja. Okay. So, das läuft wie folgt ab. Ihr seht ein 7x7 Feld. Und da der Bayer eben verloren hat, darf er jetzt gleich anfangen. Und du nennst mir eine Koordinate. Ich habe euch im Stream Farben zugewiesen. Das könnt ihr jetzt an der Seite sehen. Also Sebi ist jetzt gleich rot, Bayer ist lila, Wookie ist gelb, Robert ist blau. Das ist gleich dann wichtig. Wir gehen in das Bild rein, bitteschön. Du nennst mir eine Koordinate und eine kardinale Richtung. Also einfach nur ob oben, rechts, unten oder links. Und da die Linie markiere ich dann schwarz. Das ist dann quasi eine Linie, die du ausgemalt hast. Ich muss eigentlich meinen Mauszeiger da. Und jedes Mal, wenn einer von euch es schafft, ein Kästchen komplett einzukreisen oder einzuschließen, male ich das in seiner Farbe aus. Wer ein Kästchen abschließt, ist danach auch direkt nochmal dran. Und das geht so lange, bis alle Felder voll sind und dann zählen wir, wer die meisten Dinge hat. Ich sage das jetzt schon mal direkt, sollte es in dem Spiel am Ende irgendwie ein Unentschieden geben, werden die Punkte trotzdem so einfach verteilt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Bayer und Robert am Ende gleich viel auf dem ersten Platz haben, spielen wir das Ganze nicht nochmal in einem Stechen oder so, sondern kriegt ihr einfach die Punkte, weil ich glaube, sonst dauert das wirklich zu lange, wenn man da noch irgendwie länger dran macht. Ich hoffe aber einfach mal, dass es nicht so kommen wird. Schnell, da bin ich mir sicher. Ja, wir gucken mal. Also ne, nur als Beispiel, wenn ihr jetzt wollt, dass die Linie zwischen B1 und B2 ausgefüllt werden sollte, dann sagt ihr entweder einfach B1 unten oder B2 oben, damit ich weiß, welche Linie ich für euch jetzt ausmalen soll, weil sonst wird es ein bisschen schwierig für mich. Habt ihr das so weit verstanden? Ja. Ja. Ich habe das Spiel mal wie gespielt. Es geht darum, ich muss Flächen irgendwie einkreisen. Ne? Das ist ein bisschen wie Go. Du musst Kästen. Ja, genau. Das hilft mir, Wookie. Genau, also die Randfelder reichen weniger, ja? Genau, also jetzt um zum Beispiel Feld A1 einzukreisen, müsste man nur die Linie zwischen A1 und A2 und zwischen A1 und B1 machen. Genau. Okay. Ihr müsst Felder einzeln einkreisen. Das reicht nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich habe doch jetzt, also man könnte jetzt auch sagen, das ist ja schon ein 7x7 Feld eingekreist, das ist natürlich Quatsch. Also ihr müsst einzelne Felder wirklich immer einkreisen. Das ergibt sich, also ich sag mal so, wenn ihr zwei einkreisen könnt, könnt ihr in der Regel auch eins einkreisen und dann habt ihr das zweite direkt hinterher, weil ihr seid dann ja nochmal dran. Ihr seid ja, ne, wenn ihr eins abgeschlossen habt, seid ihr direkt nochmal dran. Okay. Okay. Bayer, du darfst. Achso, ja, was, Robert? Frag ruhig. Ja, also wenn jetzt bei A1 rechts einer ist und unten einer ist, dann bleibt das leer, oder was? Nee, dann derjenige, der es abgeschlossen hat, kriegt das Feld. Ach, der es abgeschlossen hat. Okay. Genau, der es abgeschlossen hat, kriegt das Feld. Klar. Das heißt, ich muss mir gleich noch. Ganz wichtig ist, wir müssen unsere Linien auch fortsetzen, ne? Nö. Das kannst du mal, muss ja bei Käsekästchen auch nicht. Du kannst einfach irgendwo was machen. Okay. Ja. Ich muss aber auch gelernt damals in der Vier Fliegen. Gegeneinander, das habe ich noch nie gespielt. Ja, das war eine harte Liga damals. Also richtig chaotisch. Gelb, lila und blau. Nur für mich mal die Farben. So, alles klar. Bayer, dann darfst du beginnen. Nenne mir bitte die erste Linie, die ich für dich ausmalen darf. B1 unten. Diese hier also. Perfekt. Okay, ich gucke mal gerade im Stream. Sieht man das auch alles? Ja, sehr gut, wunderbar. Okay. Dann ist jetzt im Uhrzeigersinn dann der Sebi dran. Sebi ist oben links, genau. C2 unten. Ich habe keine Ahnung, ob das ist. Alles klar. Dann, ich muss gerade mal gucken, die Reihenfolge. Wookie ist dann das nächste. Du auch C3 oben sagen. Dann sage ich 2 zwischen D und E. Was? Ich kann nicht mehr auf Kackkopf sagen. 2 Zeile zwischen D und E. D und E, so, okay, alles klar. Robert. Das ist mir dazu voll. Ich sag mal F6 links. F6 links. Okay, Bayer. Dann sage ich C1 unten. C1 unten, okay. Sebi. Dann sag ich, gibt's nicht. D4 unten. D4 unten ist das hier, alles klar. Wookie. 4 DE.
Okay, ja. Das ist doch perfekt erklärt. Machst du das mit Absicht? alle machen es anders, aber ist okay. Robert, du bist dran. Ich hätte auch die Buchstaben einfach auf die Linie packen können. Ja, ich sag mal A6 rechts. A6 hier rechts. Okay. Gott. D1 unten. Okay. Sebi. C3 rechts. C3 rechts. Okay. Wookie. Muss ich mich wieder konzentrieren? Ich liebe, wenn er da drauf guckt, dass er das nicht mehr sieht. Ja, das ist ein ganz fieses Bild. Ich brauche echt Angst um meine Augen und die 2 Stunden danach. C3 unten. Ah. Kannst du das, wo jetzt? Nein. Okay, C3 unten, alles klar. Okay. Robert. Ist das jetzt eine Falle oder was? Ich mach C3 links. Ja, verloren. Und damit hast du 1 ausgemalt. Du bist blau, also male ich das jetzt auch blau aus. Damit hast du schon mal ein Feld in deiner Farbe und du bist direkt nochmal dran. Der Wookie kann einfach Robert den Sieg zuschustern. Das könnt ihr alle, so ist es nicht. Okay, Robert, du bist nochmal dran. Ich mache 5a rechts. 5a rechts, alles klar. Gott. D3 rechts. Alles klar, Sebi. C4 unten. Na also, endlich hat es Okay, Wookie. Ich habe doch auch schon an Pia mitgeschrieben. Ja, wir arbeiten gerade an Pia, ganz genau. B5 rechts. B5 rechts. Okay. Okay. Nice. Robert. B6 rechts. Alles klar, Gott. A2 rechts. Okay. Sebi. A3 rechts. Jetzt zieht's echt durch. Okay, Wookie. Ist nicht gesund. A4 rechts. Alles klar. Überraschend. Will niemand unten abschließen? Robert. E5 rechts. E5 rechts. Das hätte ja klappen können. Okay. Maya, du bist dran. F1 unten. F1 unten. Alles klar. Sebi. Mal gucken. Mach keinen Scheiß. E1 unten. E1 unten. Okay. Wookie. E3 unten. E3 unten. Robert. F2 ist das? Ja, rechts dann. Rechts, okay. Wie auch keiner irgendjemandem was gönnt, ne? Bayer. Ich bin ganz zufrieden bisher. Robert führt. Robert gewinnt. F3 rechts. Ist das der I-Punkt? Okay. Sebi. F4 rechts. Ich habe so ein bisschen Angst nachher, dass nachher so eine Kettenreaktion rauskommt, dass einer von euch genau Punkte macht und die anderen nicht. Genau, das passiert auch. Ja, das ist auch so. Einer wird viele Punkte haben, einer wird ein paar Punkte haben und Sebi und ich werden keine Punkte haben. Okay, Glückwunsch, Wookie. Sorry, wer hat gerade F4 rechts, war gerade Sebi, ne? Dann ist Wookie jetzt dran. F3 unten. F3 unten. Alles klar. Robert. Oder ich mache jetzt einfach den Domino-Effekt. Ja, na, bitte. Bin ich noch oben dran? Machen wir mal F5 rechts. F5 rechts. Bayer. Dann machen wir doch mal F6 unten. F6 unten, ja bitte. Sebi. E6 unten. Wookie. C7 rechts. C7 rechts. Robert. C6 rechts. Das ist so hart gleich, okay. Bayer. D5 unten. D5 unten, okay. Sebi.
Boah, wo ist denn noch einer? Es gibt schon noch Sollbruchstellen da drin. G6 unten. Danke dir. Okay, Wookie. Ja, fangen wir mal mit G7 links. Ach, fick dich doch, scheiße. Ja, ich mal die gleich dann mal aus. Ja, dann F7 links. Ja. Nochmal einen nach weiter links. Ja. Dann den da drüber. Ja. Dann den rechts. Ja. Dann den da drüber. Ja. Und jetzt ist... Und dann bin ich... Und dann also, das ist das doch erstmal schön. Das sind... du bist gelb, deswegen mache ich die mal gerade eben schon mal gelb für dich. Die hast du schon mal in deiner Farbe, genau. Und dann noch ein weiteres... um weiterzumachen. Ja, wunderbar. Dann nehme ich, Ich bin Dritter. wer ist denn nach mir dran? Nach dir ist der Robert dran. Und danach ist wer dran? Der Bayer dran. Der Bayer. Okay, wer von euch beiden will wirklich gewinnen? Aber der Bayer hat ja eben gerade verloren, ne? Mhm. Also Robert ist nach mir dran. Der Sebi wird gewinnen. Wookie, deine Entscheidung bitte. Ich bin noch nicht mal verstanden. Also der Robert ist nach mir dran. Immer noch, ja. Immer noch. Dann sage ich E2 rechts. E2 rechts, das ist das hier. Okay, Robert, du bist dran. Ja, einen Moment, ich muss da... Glückwunsch, Bayer. Ich habe nicht gewonnen, Wookie. Sebi wird gewinnen. Danke, Moment. Wenn jetzt alle sagen, Sebi wird gewinnen, oh Gott. Ist Robert nervös. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Taktikgeschichte wird hier. Ja, Moment, jetzt muss ich drüber nachdenken, Ahnung, was ihr da sagt. Ich habe noch keine Ahnung, was die meinen. Mach mal. Ich sag jetzt mal E3 rechts. E3, was tut er? Okay. Oh. E3 rechts, alles klar. Bayer, du bist dran. Dann gewinnt Wookie. Ach, der ist ja auch noch drin. Verdammt. Toll, Robert. Toll, Robert. Ja, Bayer, du bist dran. Ja, ich überlege, wem ich den Gewinn noch zuschuster. Wer ist nach mir dran? Sebi. Och, Leute. Was ist das denn bei der Mafia hier? Ja, du hast jetzt auch hier was weiß ich. Ja, gut, dann sagen wir mal E2 unten und danach F2 unten. Okay, dann hast du die schon mal in lila. Das ist ein lila Punkt. Das sind 4 lila Punkte sogar. Okay, und dann noch dann eins, bitte. Sebi dran nach mir und dann ja. Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sag ich mal A1 rechts. Okay. Sebi. Ich jetzt dran? Verkack's nicht. Dann mach doch mal die Reihe da rechts durch. Also hier B, ja. Okay. B, C, ja, D, E, dann runter. Ja. Und zwar, ja, 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 den nächsten auch, ja, ja, ja. Weiter, ja. Ja, ja, weiter, genau, und jetzt wie beim runter. Sex. Ja. Sebi hat, glaube ich, noch Angst, dass da irgendwas passiert. Ja. Weiter. Ich mach mal weiter, ne? Und runter? Ja. Noch eins? Wie bei Traumhochzeit der heiße Draht damals. Genau. So, und jetzt. A1 unten. Sehr gut. Ja, ich mach mal weiter runter, ne? Das ist okay. Ja, ja, mach mal runter. Ja, die restlichen halt. So, und jetzt. Weil ja, das hättest du haben können, wenn Robert sich nicht geopfert hat. Kannst du hoch machen, genau. Ja. Das wäre alles meins gewesen. Ja. Ah, so, und jetzt ist ja schon. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Es ist egal, was du tust. Robert hätte noch den Kreis ausfüllen können, die 4, und dann das P unten abschließen. Dann hätte ich nur das P bekommen. Ja. Ach, so wolltest du das am Ende haben. Ja, okay. Aber er hat die Falle drin. Ich mach schon mal gerade, also Sebi, du kannst überlegen, ich mach... Ja, 4B. Achso, Entschuldigung. 4B? Was? Welchen davon? Rechts. Okay. Ja, bloß nicht den oben. Okay, warte, dann mache ich die jetzt mal gerade rot für Sebi, die ja gerade alle... Habe ich gewonnen? Ja. Geil, twitter schon mal. Okay, dann ist jetzt noch der Wookie dran. Ich nehme den Rest. Alles klar, ich mache jetzt auch einfach nur noch so. Hat ein schönes Bild geworden, das ist ein Papagei. Das hier ist das unser Logo? Das ist ein Nonogramm.
Das sollte unser Logo werden. Ach, die Linie noch schwarz, damit wir es dann fotografieren können. Ja, das ist ganz wichtig. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen beruhigt, dass es kein Unentschieden gab, sondern dass es dann doch irgendwie eindeutig war jetzt in der Geschichte. Ich fühle mich verarscht. Ihr habt ja wirklich eng gebaut und das war irgendwann was abzusehen, dass genau sowas dann passieren wird. Robert war blau. Robert bekommt 0 Punkte dafür. Der zweite ist der Bayer, der bekommt einen Punkt. Dann haben wir den Wookie mit Gelb, der bekommt 2 Punkte. Und Sebi hat das Spiel gewonnen und kriegt 3 Punkte. Geil. Alles klar, das war Spiel Nummer 2, Käsekästchen. Und wow, wir sind vor 9 Uhr mit Spiel Nummer 2 fertig. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das sieht aus wie so ein verkümmertes Tamagotchi. Ich sag, das ist ein Papagei von der Seite. Ja, stimmt, der guckt so, aber der Hals fehlt. Das ist so ein Rayman-Papagei. Ein sehr fetter Papagei. Okay, wir gehen mal wieder zurück auf den großen Screen. Oh mein Gott, das seid ihr hier. Hashtag fetter Papagei. Wo wir gerade dabei sind, Robert, sag mir mal eine geometrische Figur, bitte. Was sind denn geometrische Figuren? Ja, Kreis, Quader, Würfel, irgendwie sowas, keine Ahnung. Lampe. Nein, schon eine, die im Mathematikunterricht besprochen wurde. Ist wirklich völlig egal. Ja, sollte jetzt nicht zu ausgefallen sein, aber irgendwas, was man halt so kennt. Also. Zwölfeck. Ja, irgendwie, naja, wir nehmen mal, weil es so schön ist hier gerade, ein Quadrat. Ein Quadrat, alles klar. Gute Wahl, Robert, gute Wahl. Dankeschön. Danke. Haben wir das doch schon mal. So, wir machen weiter mit Spiel Nummer 3. Ich muss gerade gucken, was das war. Oh ja, für Spiel Nummer 3 könnt ihr schon mal die Dominosteine zusammensuchen, die ihr noch habt. Brauchen wir eine ebene Fläche. Ihr braucht eine ebene Fläche dafür, ja. Brauchen wir viel Platz auf dieser ebenen Fläche. Ihr braucht Platz, um, ich sag mal, ein bisschen was zu bauen, was auch in die Höhe geht. Etwas, was wir vielleicht mit einem Zollstock messen müssen. Nö, das hat nichts mit dem Zollstock zu tun. Ich nenne es einfach mal Schaffe. So. Also, ihr habt noch die Dominosteine vom letzten Mal. Das waren 120 Stück. Ich hoffe, dass ihr noch alle habt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe mal überlegt, was wäre denn die nächste Stufe? Nachdem wir jetzt schon zweimal Kartenhäuser hatten und nachdem wir jetzt einmal Bierdeckelhäuser hatten, wo kann man denn noch Häuser bauen? Da dachte ich, ach, die Dominosteine, das sind noch perfekt dafür eigentlich. Und ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt wie folgt. Man kann aus 120 Dominosteinen nämlich ein 10-stöckiges Haus bauen, wenn man die Steine so aufeinander baut. Kannst du das auch mal aufhören, Bildschirm zu teilen? Dann sehe ich das. Achso, Entschuldigung. Ah, verdammt, ich wusste, da war da was. Bildschirm teilen, ja, teilen beenden. So, da müsste es sein. So. So, wenn man das so baut, wenn ihr es seht, wenn ihr so unten als Basis anfängt und immer höher baut, habt ihr genau genug Steine für, wenn ich mir nicht verrechnet habe, genau 10 Etagen. Das müssten bei 120 Dingern aufhören. Jesus, das ist alle gleich hoch. Kannst du vielleicht als Tipp geben, wie viel man als Basis braucht? Warte mal, ich habe Sebi gerade nicht verstanden, was er gesagt hat. Kannst du als Tipp geben, wie viel man als Basis braucht? Nö, habe ich jetzt vergessen. Das habe ich jetzt leider nicht mehr. Gut. Also, die Aufgabe wird jetzt gleich sein, einfach nur so hoch wie möglich bauen. Ich gebe euch 5 Minuten vor. Also 5 Minuten ist die maximale Zeit. Sollte in diesen 5 Minuten jemand schon auf Etage 10 kommen, sagt er bitte Stopp. Das Ganze sollte dann für circa 5 Sekunden stehen bleiben. Alles danach ist mir dann egal. Ich möchte es genauer spezifizieren. Es muss dann nicht bis zum Ende des Spiels dann stehen bleiben. Nicht so wie Kerzen, die einfach ausgehen und Brandblasen verursachen. Ich hatte übrigens wirklich, ich sag's nochmal ganz kurz als Mimimi, ich hatte wirklich noch 4 Tage danach eine Brandblase am Daumen. Aber, naja. Also wir müssen die so aufbauen, ja? Ja, das ist ein Teil davon, genau. Aber halt daneben dann direkt das nächste, so dass sich eine Stütze geteilt wird. Also wir müssen es auch so aufbauen. Wookie, so, guck mal, so. Ich sag mal so, ihr könnt es auch anders machen, aber wenn ihr halt auf Etage 10 kommen wollt, geht's nur so. Es soll schon so eine Pyramidenform dann am Ende haben, wie so ein Kanon. Das ist die Frage, es muss eine Pyramidenform haben. Ja, genau, soll eine Pyramidenform haben. Einfach einen Turm bauen. Nee, Pyramidenform. Gut. Ja, bei 10, da müssen wir ja... Wenn wir eine Pyramide machen wollen, dann müssen wir 100 Füße haben. Nein. Ach Quatsch. Was rechnest du da? Genau, und dann die anderen 20. Also Wookie kann in den 5 Minuten dann noch kurz die Mathematik ausrechnen gleich dafür. Also wir reduzieren doch immer jedes Stockwerk um einen. Nein. Eine Breite. Ja, dann sind unten 1 Million. Mindestens. Okay. Vielleicht habe ich auch getan. Wir gucken einfach, wie hoch wir kommen. Wenn ihr keine Steine mehr habt und es ist eine wunderbare Pyramide, seid ihr fertig. Wer alle Steine verbaut hat, sagt einfach Stopp, der gewinnt dann das Spiel. Sollte nach 5 Minuten niemand soweit sein, gucken wir, wer dann die meisten Steine quasi in seiner Pyramide verbaut hat, wer am höchsten gekommen ist. Fünf Minuten habt ihr, sollte es dann einen Gleichstand geben, machen wir noch einen kleinen Speed-Wettbewerb zwischen denen, die das Stechen noch austragen müssen. Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Hast du das selber ausprobiert? Ich hatte ja die Dominosteine nicht mehr, deswegen nein. Also nein. Ausreden.
Ich habe, ja, nee, habe ich nicht. Nun denn. Irgendwer wird gleich richtig laut schreien. Ich denke auch. Irgendjemand wird sehr, sehr sauer werden. Ich habe jetzt schon Angst nach dem letzten Mal. So, ich muss den Timer noch kurz stellen. Also 5 Minuten. Ich bin so schlecht in sowas. Du hast doch das letzte Mal gewonnen mit dem Bierdeckel. Ja, das wird aber auch nie wieder passieren. Das ist ja super. Bleib ich spannend heute. Ich habe aber zu tadrige Hände. Ich bin zu alt. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Zeit läuft für das Dominohäuschen. Das ist natürlich etwas schwieriger, weil... genau, also der Bayer macht jetzt das, was ich nicht auf der Zeichnung hatte. Nämlich er nimmt 2 Säulen nebeneinander. Das ist, du kannst das ruhig so machen, ne? Ich sag nur, um auf 10 Etagen zu kommen, wird es halt schwierig. Ich zeig nochmal meine Zeichnung in die Hand. Dass die mittlere Säule quasi ist geteilt von den beiden aufliegenden Dominosteinen. So war es ursprünglich gedacht. Aber ich stelle euch das quasi frei, wie ihr es dann macht. Das ist natürlich extra knifflig. Richtig. Ihr könnt natürlich auch auf Nummer sicher bauen und 2 Stützen dann immer machen. Dann werdet ihr aber halt insgesamt nicht so hoch kommen. Jesus, das ist aber echt... Ja. Also ich gehe und ich... Urlaub. Ich habe so einen kleinen Kram nicht mehr gemacht. Ich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass... Ja, also jetzt gar nicht auf eure Fähigkeit. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr bis in die 10. Etage kommt, aber das ist halt das Maximum. Deswegen sollte es jemand schaffen, ist dann auch klar, okay, er kann nicht mehr höher kommen, deswegen hat er dann gewonnen. Ich habe nach 5 Minuten die erste Ebene. Ja, wir haben jetzt... ja, jetzt ist 1 Minute rum. Ich glaube, die erste Ebene ist nicht das große Problem. Das sagst du. Ah, oh, Gott. Enter Wookie. Ah ja, dein Einsatz. Stimmt, jedes Mal, wenn jetzt nach Gott geschrieben wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Robert, was hast denn du da jetzt für eine fancy Vogelperspektive eigentlich mit deiner Kamera? Ich habe die Kamera auf den Tisch gedreht. Ja. Konntest du das schon immer? Ja. Warum hatten wir dann letztes Mal so Probleme, deine Teelichter zu sehen? Ja, da habe ich vielleicht, keine Ahnung, da war ich vielleicht schon zu betrunken. Also okay, das ist möglich. Nee, da war ich verkatert. 1, 2. Verkatert, betrunken. Entweder war frischer Alkohol oder alter Alkohol im Spiel. 10. So, die Basis steht. Oh, der Sebi ist schon... Ja, wie ist der Sebi denn schon so weit? Ja, man kann natürlich auch sagen, man baut nicht direkt die 10 Dinger unten voll, sondern guckt erstmal, dass man hoch baut und dann kann man den immer noch anbauen. Ich habe keine Ahnung, wie weit man unten haben. Müssen unten auch 10 sein, ja, ne? Ja. Ach so, wer am höchsten kommt, gewinnt. Ja, oder wer zuerst auf der 10. Etage ist. Ach, wer am höchsten kommt, auch wenn der Grundstock nicht... Ja, wie gesagt, wenn die Zeit abgelaufen ist, zählt, wer am höchsten ist. Ah, okay, dann ändere ich jetzt meine Taktik. Einfach so? Mittendrin. Einfach so. Es sind noch 2 Minuten 40 zu spielen. Alter, mach doch keinen Stress jetzt. Entschuldigung, dann eben nicht. Ich habe erst noch überlegt, ob ich euch noch sowas gebe wie gleiche Farben dürfen sich nicht berühren. Dann war ich mal nicht ganz so ungerecht. Ich dachte mir, das ist so schon frickelig genug. Aber immerhin finde ich, ich meine, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich es ja nicht getestet habe, aber ich glaube, die Dominosteine sind an sich ein kleines bisschen stabiler als die Spielkarten zum Beispiel dafür. Die sind aber schon sehr dünn. Das mit Spielkarten hätte keinen Spaß gemacht. Nee. Das habe ich in der Tat mal ausprobiert und das möchte ich niemandem zutrauen. Da war ja schon das. Was hatten wir sonst noch mal? 4 Etagen hoch, das Kartenhaus. Ich weiß halt nur, es kann halt hier sein, wenn hier gleich was zusammenstürzt, ist das Gezeter groß. Das, naja. Vor allem wird es auch laut. Und dann fallen die Steine auch irgendwo hin, wo man sie nicht mehr aufsammeln kann und so. Das wird. Ja, das war der Plan, gut. Ne? Ein bisschen das vielleicht. Leichen, Sebi? Aber bisher, ey, sieht doch bei allen eigentlich sehr, sehr gut aus. Bayer hat, glaube ich, einmal eine Doppelstütze. Ne, jetzt, achso, auf der Etage. Da unten ist auch schon eins. Um dann vielleicht ein bisschen an Höhe zu gewinnen. Könnte sein. Ja, es ist noch 1 Minute und 35 Sekunden habt ihr noch. Bei Wookie ist gerade schön, also Wookie hat die beste Kameraperspektive, weil da sehe ich noch alles. Was natürlich auch bedeuten kann, dass es vielleicht alles etwas niedriger ist. Ah, vielen Dank. Hättet ihr jetzt gar nicht machen müssen. Das war jetzt einfach nur kurze Feststellung. Ich will euch jetzt gar nicht vom Bauen abhalten. Siehst du, machen wir alles umstürzt. Ja, aber das sieht sehr alles gut aus. Sebi, stehst du eigentlich oder baust du noch im Sitzen? Ich habe immer einen Sitzen. Ich kann gerade nicht reden, sorry. Gut, dass du das gewählt hast und nicht das andere. Was? Hätte mal einen stehen, wäre komisch gewesen. Oh Gott. Der ist neben dir. Ich weiß nicht, ob das noch? Die... Wir haben noch 55 Sekunden. Ich weiß nicht, ob... Also bei Bayer ist es, glaube ich, einfach die Kamera, die so schief ist, aber das ganze Ding sieht echt ein bisschen schief aus. Aber ich glaube, das ist einfach die Kamera, die ein bisschen... Das könnte die Kamera sein. Ne, es zählt... Entspann dich. Es wird gerade gefragt, ob nur der Teil zählt, den man in der Kamera sieht. Nein, das zählt schon alles. Ich vertraue da natürlich auf alles, was die Jungs da machen. Jetzt sind noch 30 Sekunden.
Ich habe mir gerade eben auch spontan noch einen Tiebreaker überlegt, falls es doch einen Gleichstand in der Höhe geben sollte. Jetzt versucht man auch noch schneller zu bauen. Das ist das Dümmste der Welt. 15 Sekunden. Ah. Kein Stress, ne? Aber es sind noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Hände von den Steinen. Oh, dammit. Okay. Ich habe eine Etage mit freiem Dach. Also dann, ich fange gerade an. Bei Sebi, wie viele Etagen hast du vollständig, also mit gemacht? Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Sebi hat 6 Etagen. Wookie, wie viel hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 und ein paar Steine oben drauf, ne? Ja, mir fehlt das Dach. Okay, dir fehlt das Dach. Ich mach's mal 6, 1, okay. Robert, wie viel hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Robert hat 7 Etagen. Und Bayer, bei dir sehe ich Ausschnitt. Aber ich auch, er hat ein bisschen in den Himmel gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier, da ist der Kleine. Eine. Auch 7. Okay. Jetzt ist das eingetreten. Also bei Wookie ist die Etage halt nicht fertig. Deswegen machen wir jetzt noch 2 kleine Battles. Ihr könnt das mal jetzt sanft abbauen wieder, was ihr da gemacht habt. Müsst ihr jetzt nicht einmachen, aber... Ihr dürft das nicht kaputt machen! Ihr dürft es auch kaputt machen, wenn ihr möchtet, das ist mir ziemlich wurscht. Ich dachte, nur sanft, weil ihr vielleicht nicht so ein Chaos machen wollt oder so. Guck mal, Gott macht seine Kreation langsam zunichte. Dafür ist Gott ja auch bekannt. Ja, Global Warming. Armageddon mal langsam. Okay, wir machen dann jetzt noch einmal wirklich... ihr tätet quasi gleichzeitig in 2 Duellen an. Also spielen jetzt einmal Sebi gegen Wookie und einmal Bayer gegen Robert. Und zwar machen wir einfach... Warte mal, ihr habt jetzt dafür 2 genommen. Wer es von euch zuerst schafft, eine 4 Etagen hohe... Nochmal genau nach dem Prinzip, aber jetzt nach dem richtigen. Also keine Doppelstützen oder so rein, sondern so, wie ich es vorgegeben hatte. Ne? Also so mit... wo ist die Kamera? Da, so. Das so da zu bauen. Ein 4-stöckiges Ding zu bauen mit abgeschlossenem Dach und obendrauf zum Abschluss noch eine Antenne als Stein. Also quasi das obendrauf noch, ne? Ich mach's nochmal deutlich, damit das Ganze dann so aussieht am Ende. Wer das von euch dann zuerst schafft, kriegt dann noch jeweils einen Punkt. Also Sebi gegen Wookie, die oberen beiden im Stream gegen die unteren beiden, nicht gegen die unteren beiden, und Bayer gegen Robert. Wer zuerst fertig ist, sagt bitte seinen Namen schnell, damit ich... Das hatten wir letzte Woche schon mal. Ich werde so laut schreien. Sebi, ich habe dich gerade nicht gehört. Was hast du? Mhm. Okay, alles klar. Habt ihr das verstanden? Ich übertönen, Sebi, und ich bin nicht mal in deinem Duell. ihr habt alle verstanden, worum es jetzt nochmal geht im Tiebreaker? Ja. Ja. Okay. Machen wir jetzt alle gleichzeitig? Ihr macht es jetzt alle gleichzeitig, genau. Und wer zuerst fertig ist, sagt seinen Namen. Ich hoffe, dass ihr nicht alle gleichzeitig fertig werdet, weil sonst wird es schwierig. Also ne, sagt euren Namen, wenn die Antenne steht, könnt ihr es sagen und dann ist gut. Also es läuft auch keine Zeit mit, es geht nur darum, schneller fertig zu sein. Ja. Auf die Plätze, fertig und los. Ich hätte nicht gedacht, dass die so nah beieinander sind mit den Steinen, aber zeigt ja, dass die... Das sind doch verschiedene Bauweisen gewesen, die gewählt haben. Dabei hat er so ein paar Doppelstützen mit dabei. Wer weiß, ob er nicht noch schneller nach oben gekommen wäre, wenn er die nicht gemacht hätte. Aber natürlich hat er so ein bisschen mehr Sicherheit und konnte dann etwas rücksichtsloser bauen. Bei Wookie war es knapp. Also wäre Wookie, hätte er das Dach noch gesetzt, dann wäre er quasi jetzt auch im finalen Stechen dann gewesen und Sebi wäre dann leider schon mal letzter gewesen. Aber so wird es ja doch nochmal spannend. So ist ja quasi für Platz 1 und 2 noch alles offen und für 3 und 4 ist auch noch alles offen. Was die unsinnigste Aussage ist, die ich seit langem getroffen habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Hat 4 Etagen oder Antenne? 4 Etagen und Antenne, genau. Six Seasons in a Movie. Da wird gerade gefragt, ob Sebi nicht zu viel war. Ich glaube, das bei Sebi ist genau richtig. Robert, okay, Robert ist durch. Damit kann Bayer eigentlich auch schon aufhören. Bayer, ja, knapp. Okay, damit hat Robert auf jeden Fall dieses Spiel. Arbeit, Robert. Das entscheidet sich jetzt auch zwischen Sebi und Wookie. Das hörte sich nicht gut an. Bei wem auch immer. Das war, glaube ich, bei Wookie gerade. Und das war nicht mein. Ja. Okay, Sebi ist durch. Wookie, du kannst aufhören. Alles klar. Sehr gut. Das war doch mal ein schönes Speedbauen. Das war ein sehr niedliches Geräusch, wird da gerade gesagt. Robert hat... Scheiße, warte kurz. Na, warte mal. Wookie hat 0 Punkte gemacht in diesem Spiel. Dann kommt Sebi mit 1 Punkt. Dann kommt der Bayer mit 2 Punkten. Und dann kommt Robert mit 3. Ich glaube, das stimmt soweit. Ich muss kurz mal was nachrechnen. 10. Kann das hier sein? Kann das hier stimmen, was ich hier gemacht habe? 10. Robert, wenn du da jetzt 16, 18, dann liegt das daran, dass du ausgewichen bist im Spiel eben.
Wahrscheinlich, ja. Dass ich nicht gewinne. Also wenn du jetzt, wenn das jetzt weitergeht und es irgendwie an Punkten fehlt, dann hast du im Spiel 2 verschenkt, ne? Ja, weil ihr mich so verunsichert habt. Alles klar. Wo wir gerade dabei sind, Bayer, nenn mir doch mal eine Farbe. Wow, okay, das ist so eine Kriegsführung. Lila. Farbe ist irgendwie erwartet, aber gut. Alles klar. Gut, damit kommen wir zu einem Spiel des Geistes. Ja! Und dieses Spiel... Geist ist geil. Geist? Ja, und das Spiel heißt nämlich auch ganz einfach Geist. Wir haben es, also vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir haben das mal im Pub gespielt, da habe ich das schon mal vorgestellt, das ist schon was länger her auf jeden Fall. Spiel für Geist ist ein kreatives Spiel mit Wortfindung. Ich muss mir das gerade noch mal ein bisschen aufschreiben, weil es ist jetzt gleich wie folgt. Jeder von euch hat 3 Leben. Ich weiß nicht, welcher Gott du bist, aber bei uns hat jetzt jeder 3 Leben. Das ist quasi, okay. Das ist ein Prepaid-Buddhismus. Ich mach gerade 1, 2, 3. Ein Drittel Katze. Ein Drittel. So, jeder hat 3 Leben. Das ist ein Hoax. Genau, so. Sebi darf jetzt gleich beginnen, weil Sebi momentan punktemäßig noch hinten liegt, aber es ist noch alles drin. Wir sind auch grad... Spiel gewonnen. Was? Welches Spiel hast du gewonnen? Was? Welches Spiel hast du denn gewonnen? Nicht? Ach doch, ich habe eben getwittert, dass ich gewonnen habe. Stimmt, doch, klar. Ach Gott, dann habe ich hier einen Fehler gemacht, warte mal. Nee, gut, dass du es sagst, stimmt. Wen habe ich denn dann? Oh, hinten. Warte mal, 1, 2, 3. Ich muss derweil, kann ich schon mal eine Folgeempfehlung für den Isle of Lamp Account aussprechen, der ist gerade richtig on fire auf Twitter. Richtig ab, ne? So, warte mal. Ja, es ist wirklich... Bayer, bei dir war es bisher so, du bist einmal Letzter geworden, einmal Vorletzter und einmal Zweiter, ne? Keine Ahnung. Es muss halt wieder jemand anders gewinnen, damit es anständig Scheiße. Weitergeht. Ja, was denn? Du bist beim ersten Spiel hast du nichts gewonnen. Achso, ich hab's hier doch sogar stehen, warte mal. Beim ersten Spiel war das hier. 1, 2, 2. Jetzt gerade war es. Wie geil ist das denn, Demi? Was denn? Ach, du hast die Gips gemacht, das haben wir noch gar nicht gesehen. Ja. Oh Gott, jetzt hab ich mich gerade rausgebracht, Entschuldigung. Nochmal von vorne. Wir fangen nochmal alles an. Also bei hier PKW hat. Hat der Wookie gewonnen. Hat hier 3 Punkte, die habe ich auch hier. Dann bei dem Käsekästchen-Spiel war Robert Letzter, richtig? Robert hatte genau ein Feld dann am Ende. So. Dann schreibe ich das mal drunter. Dann kam der Bayer mit 1 Punkt. Dann kam Wookie mit 2 und Sebi mit 3. Und dann jetzt gerade hat Wookie 0. Sebi hatte 1, Bayer hatte 2 und Robert hatte 3. Ey Leute, das ist bis jetzt voll spannend. Ja, auf jeden Fall, deswegen, ich habe die Punkte nicht mit eingetragen. Ich muss nochmal neu machen. Gerade, ich sage euch mal den Zwischenstand jetzt nach Spiel 3. Ist er nämlich, Sebi hat 5 Punkte, Wookie hat 5 Punkte, Robert hat 5 Punkte und Bayer hat 3 Punkte. Oh Gott. Die Dreifaltigkeit. Quasi. Willst du damit sagen, dass ich faltig bin? Ja, dann du hast so komische Falten auf der Stirn. Ja. Die Falten sehen aus, dass dein Game of Thrones Tattoo so ein zweites T hat. Game of Thrones. Game of Thrones 2. Okay. Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, genau. So, das nächste Spiel ist Geist. Also, ihr habt jeweils 3 Leben. So, sorry für den kleinen Delay hier. Und Sebi, Bayer fängt jetzt gleich an, weil Bayer ist ja nämlich der Letzte, ist ja gar nicht Sebi. Und du sagst einen Buchstaben, irgendeinen. Das hat nichts mit dem Buchstaben zu tun, den Sebi eben genannt hat. Du sagst irgendeinen Buchstaben, danach ist Sebi dran und sagt einen weiteren Buchstaben. Mit diesem Buchstaben musst du ein Wort erweitern, das mit dem Buchstaben von Bayer beginnt. Als Beispiel, sagen wir mal, Bayer denkt an das Wort Spiel. Dann würde Bayer sagen S. Sebi könnte dann sagen P. Dann sagt Wookie I, Robert sagt E, dann sagt Bayer L und dann hat Bayer verloren, weil Spiel ist ein Wort. Immer derjenige, der ein Wort abschließt, der ein Wort vollendet, verliert ein Leben. Das heißt, man möchte am Anfang, mit dem ersten Buchstaben kann man sich ja noch alles offen halten, das ist ja quasi ziemlich egal, womit man anfängt. Der zweite hat dann schon ein bisschen mehr in die Hand, wohin es dann geht und irgendwann möchte man dann halt ein Wort, muss man das irgendwie umgehen. Man darf auch bluffen, wenn man möchte. Das heißt, Sebi könnte nach einem S auch X sagen, in der Hoffnung, dass die anderen nicht merken, dass es kein Wort gibt, das SX am Anfang hat. Weil wenn Wookie dann versucht, das weiterzuführen und zum Beispiel sagt SX, okay, dann nehme ich jetzt I, dann könnte Robert Wookie anzweifeln und Wookie würde das Leben verlieren. Aber sexy ist doch ein Wort. Ja, aber echt, SX, da fehlt, irgendwo fehlt da was. Ja, normalerweise kommt da noch eine 3 hin, dann hast du die Modellnummern von Tesla. Wir machen, also ob das jetzt
Wörter dann wirklich sind, das werden wir dann sehen. Ihr könnt das gerne dann challengen und ich gucke dann irgendwie mal schnell online im Duden nach oder sonst irgendwie was. Ich lasse auch Verbformen gelten, also sowas wie... also he würde ich jetzt zum Beispiel nicht gelten lassen, nur weil es ein Ausruf ist. Also he oder ha, finde ich, ist jetzt kein Wort per se. Aber is. Is? Ist ist ein Wort. Mit Doppel-S. Ja, mit Doppel-S, ist. Ja. Ist, ja, ist ja, ja. Das ist ja, genau. Das heißt, wir dürfen keinen Buchstaben nennen, der ein Wort ergibt, dürfen aber auch keinen Buchstaben geben, der damit das Wort abbricht. Also der, genau, der das Wort ad absurdum führt, was da quasi buchstabiert wird. Alles klar. Genau. Aber warum sollte ich dann X sagen dürfen? Du kannst, also das war, jetzt nur, das war jetzt gerade nur ein überspitztes Beispiel dafür, um zu sagen, dass du bluffen könntest. Du könntest ja auch irgendwie, wenn du, keine Ahnung, angenommen, es gäbe halt irgendwie ein Wort, oder es gäbe kein Wort, das SPL oder sowas hat, Spl oder so. Und dann sagst du das L. Vielleicht geht aber Wookie davon aus, okay, Mist, es muss ein Wort geben, wenn Sebi so sicher das L da gerade genannt hat, dass Wookie das weiterführt. Und dann hast du ihn quasi da rein, also da in diese Bredouille gebracht. Okay. Splash Mountain. Genau. Deutsche Wörter übrigens. Wookie. Danke. Okay, Splash, also eingedeutschtes zählt dann auch nicht. Sowas wie ein Spleen, der ein Fachbegriff ist. Bleiben wir beim Splitter, den Pia gerade schreibt. Splitter, okay. Genau. Ja, alles klar. Schreiben oder nicht schreiben? Dürfen wir mit aufschreiben? Nein, ohne aufschreiben. Behaltet es euch im Kopf. Ich schreibe mit auf, damit ich weiß, was gesagt wurde und damit ich zur Not auch irgendwann mal sagen kann, so, das war jetzt aber ein Wort. Darf ich nirgendwo mitschreiben? Bayer, erster Buchstabe, G. Ach, nimm mir doch nicht meine Witze. aber nur Alphabetbuchstaben? Keine Umlaute, keine kyrillischen Buchstaben und keine Zahlen. Ja, ich meinte Umlaute. Keine Umlaute. Nee, ist ja richtig, keine Umlaute. Also ihr dürft aber natürlich mit A und E oder so dürft ihr dann einen Umlaut im Wort bilden. Aber die, die ihr sagt, sind einfach die 26 bekannten Buchstaben. Habt ihr noch Fragen dazu? Achso, genau, ihr habt drei Leben. Ne? Wer zuerst keine Leben hat, ist raus und dann geht es so lange weiter, bis nur noch zwei Leute da sind. Es gibt noch die verschärfte Regel, das sage ich jetzt noch, in dem Spiel, das, nämlich, das eigentlich Lustige daran ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie das so hier klappt. Vielleicht muss ich das auch unterbinden. Jemand, der kein Leben mehr hat, und deswegen heißt das Spiel auch Geist, ist tot und ist dann ein Geist und darf die anderen Spieler nerven. Die anderen Spieler dürfen nicht mehr auf diesen Spieler reagieren, sonst verlieren sie auch ein Leben. Das heißt, wenn der Bayer schon tot ist und Robert ist irgendwie dran und Bayer fragt Robert was und Robert antwortet dem Bayer, dann verliert Robert ein Leben, weil du hast einen Geist, das auf den Geist... Also wie klatschen. Ich bin dafür, dass der Bayer zuerst ausschaltet, dann ist der Wookie sofort weg. Okay, die Regel nehmen wir einfach nochmal rein. Genau, das habe ich ganz vergessen, das ist ja das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Genau, das Gute ist jetzt hier nämlich, wenn man das nämlich in echt spielt, ist immer noch die Gefahr, dass man den Leuten einfach ins Gesicht packt und all so Geschichten und dann ist es sehr, sehr nervig, darauf nicht zu reagieren. Das wird hier jetzt quasi dann nur durch das Auditive möglich. Bayer, ja. Bayer, du, habe ich ja schon gesagt, liegst momentan hin, deswegen darfst du jetzt das erste Wort beginnen, den ersten Buchstaben bitte von dir. B. Sebi? E. Wookie? T. Robert. T. Du bist raus. Damit hast du das Bett gebildet. Ach, du sagst das dann an? Na, wenn du ein Wort vollendet hast, ist es vorbei. Ah, ja. Genau. Okay. Deswegen hast du ein Bett und damit bist du raus. Du verlierst. Das habe ich gehört. So. Ja, das habe ich. Da habe ich zu weit gedacht. Okay, alles klar. Okay, da du jetzt aber rausgeflogen bist, darfst du beginnen. Auch das noch. Ist 26, wir versuchen das nochmal. Eine 1 in 26 Chance. B. Okay, wieder ein B. Bayer. Mal gucken, wie viele Wörter mit B kriegen wir heute zusammen. Ah, oh Gott. Ich fände es geil, wenn jetzt jede Runde so endet. Das war ein E von dir? Okay, ja. Sebi. T. Wookie. Nice. O. Robert. So, irgendwann werde ich auch anfangen, dann Robert. E. Bayer. R. Sebi. Heute lernen wir die deutsche Sprache nochmal ganz anders kennen.
Moment, Beta? Ich zweifle das an. Was für ein Wort hast du denn jetzt bitte im Kopf? Betören, genau. Oder Betöre, damit wäre es auch schon vorbei, da wäre es nämlich der Imperativ. Ja. Du hast das O, glaube ich, nicht mitbekommen, oder? Betöre, da war ein OE. Das wäre dann ein Ö gewesen und das wäre dann... Wo war ein O? Das hat... Bei mir. Das hat der Robert gesagt. Nee, Quatsch. Der Wookie hat das O gesagt. Nee, ich habe E gesagt. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, Robert war das einzig Richtige gewesen, das E. Ja. Ich glaube, ja. Okay, Sebi verliert ein Leben und darf das nächste Wort aber beginnen. Bitte, 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 Sebi, bitte, bitte. B. Schade. Wookie? Hast du schon was gesagt? Nee. Nee. Ah. Neues Terrain. Robert. Was hast du gesagt? Genau, das darf ich nicht sagen. S. Wie Siegfried. Bayer. I. Sebi. L. I. Ich weiß, was Bayer gemacht hat letzte Woche. K. Bayer. Sebi? S. Wookie? Das zweifle ich an. Ach, fick dich doch. Basilicus Totalus. Okay, Maya, wolltest du erst auf Basilisk? Das ist ziemlich egal, ne? Ich glaube, der hat er nicht gedacht, also, was wäre jetzt gekommen. Okay, Basilikus ist der Name meines neuen Magiers. Basilikus. Kräuterus. Sebi, du darfst nochmal beginnen. Du hast noch ein N. Leben. Norbert. Norbert, okay. Wookie. S. Bayer. Ist auch schlimm, wenn die ganzen Gebete immer noch reinkommen und man das alles nicht versteht. Das ist ja, wie nachher, wenn so ein Geist ist. Diese USA. Alexa Brill betet schon wieder. P. Sebi? Markennamen zählen nicht, oder? Steht da nicht im Duden. Gut. P hast du gesagt, wie ja, Peter. P. Zweifle ich an. Ich auch. Warum hast du kein C genommen? Ich hätte auch das C genommen für Nuschel. Oh, das wäre gut gewesen. Ach, klar. Ja. Okay. Damit verliert der Bayer ein Leben und darf das nächste Wort beginnen. P. I see where this is going. Sebi. Ich muss jetzt aufpassen, warte mal. E. Wookie? Ja. Ach so, Wookie. Da bist du raus. Ach, Wookie. Wookie, du bist raus. Per? Ja. Per Anhalter und so? Per. Okay, Wookie verliert ein Leben. Du hast es kaputt gemacht. Oh, lange nachgedacht. Zu lange nachgedacht. Okay, Wookie. Noch einmal an Penis. So, okay. Wookie beginnt. Wer auch immer nach mir dran ist, play with me. A. Robert? Nee. Robert ist raus. Ach, scheiße. Gut, hat der Wookie mich wieder reingelegt. Du Sack, ey. Was denn?
Mann, ich wollte nicht. Ich dachte, wir machen jetzt ABC. Ja, das ist so kurz. Wo ist denn ABC ein Wort? Okay. Okay, Robert, du hast noch ein Leben. Also nur mal zum Zwischenstand. Sebi und Robert haben beide ein Leben. Wookie und Bayer haben jeweils zwei Leben noch. Robert, du beginnst. Ah, B. Das war schön. Ich finde, zwei Buchstabenwörter sollten gar nicht gelten. L. Bayer. U. Sebi. N. N wie Nordpol? Ja. Wookie? Würde so ein Stadtname auch gelten? Steht nicht im Duden. Keine Eigennamen, sagen wir so, keine Eigennamen. Dann prangere ich das an. Sebi, was hast du für ein Wort im Kopf? Ja, London steht bestimmt im Duden. Wenn ich jetzt auf Duden gehe, steht da London. Nee, aber Eigennamen, Sebi. Oder Lammerich. Ja, genau so. Ja. Ich dachte noch an Longitudo oder irgendwie sowas. Damit ist Sebi unser erster Geist. Geil. Dann guck ich mal, was so im Duden steht. Da steht echt London drin. Londoner, London, Eigenname, Hauptstadt von Großbritannien. Zum vollständigen Artikel. Ich habe aber noch kurz davor gesagt bei irgendwas, bei Nusbli, da haben wir dann gesagt, keine Eigennamen, keine Markennamen und sowas. Ja, London ist jetzt kein Markenname. Dirk, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ist es okay, wenn ich bei Skype Geister stumm schalte? Nein. Nein. Okay, also sehen wir. Also wenn die auf mich reagieren. Genau, wenn du es gleich reagieren. Ja, wenn du irgendwie eine Frage stellst und die oder wenn die lachen oder irgendwie sowas auf okay. Das, was du sagst, wenn das klar lachen zuzuordnen ist, dass es auf etwas bezogen war, was du gesagt hast, alles dann klar. Ja. Ich Wookie guckt zur Seite. Okay, da du jetzt raus bist. Ich kann das so lange, dass nicht der Bayer ist. Sebi, du darfst mir aber noch sagen, wer von den dreien anfangen darf jetzt als nächstes. Ja, der Wookie. Okay, Wookie, dann beginn. V. Robert. E. E? Ja. Ja, okay. Bayer? R. K. A. L. K. E. Warum geht denn keiner von euch ans Telefon? Was soll denn der Scheiß? Damit bist du raus, Robert. Weil Verkalke... Ach, Verkalke! Verkalke. Geiles Wort auf jeden Fall. Damit ist Robert auch ein Geist geworden. Wir haben jetzt schon das Battle. Das heißt, Robert und Sebi, ihr seid jetzt beides Geister quasi. Und Bayer gegen Wookie müssen das Ganze noch austarieren. Er hat beide noch zwei Leben. Robert kriegt dadurch einen Punkt. Robert, was hältst du davon, wenn wir zusammen singen? Okay, weil Robert, kannst du mir noch schnell sagen, wer von den beiden anfangen soll? Du darfst das jetzt entscheiden. Ja, Gott fängt natürlich an. Okay. Aber wer von den beiden ist mein Gott? Das ist ja die Frage, die ich hier stelle. Ich hole mir mal das Mikro näher ran, dass ihr mich auch besser versteht. Okay. Also Bayer, du darfst beginnen. Ich fange an. Ja, Wookie. Es wird, wir haben irgendwie immer mehr. Zwei. Oder ich verstehe dich so schlecht. Ja, eben. Ich glaube, ich kann das spielen. Ich glaube, ich kann so gut spielen, wenn ich nichts verstehe. Man sollte. Ja, dann schreibt die Buchstaben aufs Tablett. Dann schreibt die Buchstaben auf euer Whiteboard. Ja, was das hin? Ist es, also, ne, ihr macht das so, wie es irgendwie, wie es klappt. Ihr kriegt das schon hin. Genau. Ihr kriegt das schon hin. Also Bayer, ist das schon reagieren, Bayer, wenn sich der Wookie beschwert, dass er uns nicht versteht eigentlich? Er hat ja nur gesagt, dass die Soundkulisse bei mir gerade so ein bisschen schwierig ist. Ja, okay, alles klar. Dann ist ja gut. Dann macht das ja nichts. Dann ist ja alles super. Das A. Ist, A. Okay. Bayer sagt A. Ich kann dir empfehlen, nicht A, B zu nehmen. Dirk, ich darf jeden Buchstaben nehmen, ja? Du darfst jeden Buchstaben nehmen, ja? X. Bayer. I. Oh, gut, gut, der Bayer. L. Ja, Bayer, ja, Bayer, ja. Schlecht, der Wookie. Das fange ich an. Ja, der Wookie, was für ein Wort hast du im Kopf gehabt? Axilote. Das ist Axilote. Damit hat Wookie ein Leben verloren und Wookie darf aber direkt beginnen. Noch so ein? Wookie hat noch ein Leben, Bayer hat noch zwei Leben. Axilote geschrieben da. Nicht mit A. Nee, Axolotl ist das dann. Ein Axolotl. Ah, was hatte denn der Bayer? Axiom.
Was hatte der Bayer für ein Wort? Axiom. Es hätte auch die Axt, achso, du hast das I genannt, ne? Okay, Wookie, ja, du darfst beginnen. So verleitet den Bayer. Hi, Sebi, wie geht's dir? Was ist hier los? Gefällt dir das auch so gut? Na gut. Ich glaube, meine Frau telefoniert. Ich kann aber sie es war so wert. Danke trotzdem. Ja. So, Wookie fängt an, ne? Ja, Wookie beginnt. Wookie beginnt. Wookie sollte die Hand wegnehmen, damit wir seine Reaktionen sehen. Er hat Kuh gesagt. Kuh wie die Qualle, wie das Querbeet. Bayer, guck mal bitte verzerrt, falls du nichts verstehst. Er hat eindeutig gerade reagiert. Wookie, du bist dran, hast du mitbekommen? Okay. I. Bayer? Ich mach mal Pause, ist gerade spannend. Hat er I gesagt oder E? I, hat er gesagt, I. I, I wie Immekippe. Da fallen mir schon Sachen ein. Da muss Gott jetzt tief in sich gehen. Tief in sich gehen. Miese Witze. N wurde gesagt, wie Nordpol. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Clown. Clown ist auch. War es jetzt N wie Nordpol oder N wie Martha? Nordpol. Nordpol. Nordpol, okay. Hör doch zu, bitte. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Weißt du, weil Kartoffelpü Reh. Weiter, nächster. Herr Ober, meine Serviette ist schmutzig. Tut mir leid, dann ist das falsch zusammen. Was? Wie bitte? Entschuldigung, das habe ich bei Quint. Er hat Quint gesagt, dann ist Quint draus und Quint ist schon ein Wort. Quint ist ein Wort. Genau, eine Quinte. Es gibt die Quinte und die kann man aber auch als Quint bezeichnen. Ich gucke mal nach. Quint, in der Tat. Quint steht für ein Intervall in der Musik. Siehe Quint. Oh. Und Quint ist auch ein Musikinstrument. Alles klar. Damit verliert Wookie das Leben. So, Der Krimi-Master sagt auch, das ist ein Wort. Und der Bayer gewonnen. Damit hat der Bayer gewonnen. Wookie bekommt 2 Punkte, Bayer bekommt 3 Punkte. Das war ja sinnlos mit dem Geist. Ich kann Wörter. Und Sebi ist doof, wenn er meine Frau anruft. Nee, es war, man kann das ganz gut machen, indem man so tut, als wäre man noch im Spiel und dann irgendwelche Buchstaben reinruft und die Leute dann sagen, du bist doch gar nicht dran. Und dann, scheiße. Wenn Sebi und Robert tot sind, ne, das ist so ein bisschen wie als Nüchterner auf eine besoffene Party kommen, ey. Es hat aber auch instant sowas gehabt. Die Gitarre wurde rausgeholt, Robert singt irgendwas, ja, was gar nicht dazu übrigens, passt. Du wirst GEMA-Probleme kriegen, Sebi. Ich nicht, der Dirk ist ein Account. Ja, das ist wohl wahr. Du persönlich, Sebi. Können Sie bitte aufhören, unsere Lieder so schlecht zu performen? Okay, das war schon Spiel Nummer 4. Wir haben einen neuen. Naja, das ist jetzt gewonnen. Krass. Ich sag's doch mal, weil wir jetzt die Hälfte schon rum haben. Nur einfach nochmal, um euch zu sagen, wie knapp es gerade ist. Bayer hat gerade 6 Punkte, Robert hat gerade 6 Punkte, Sebi hat 5 Punkte und Wookie hat 7 Punkte. Also, ihr seid echt alle innerhalb von 2 Punkten gerade. Das ist richtig krass spannend. Ach. Super. Nun denn. Achso, Wookie. Ja. Sag mir doch mal ein Zimmer aus deiner Wohnung. Zimmer aus meiner Wohnung? Ja. Der Westflügel. Eins, wo du, also ein gängiges Zimmer in deiner Wohnung. Der Sex-Dungeon. Ja, genau. Die Küche. Küche, alles klar. Dankeschön. Ich hoffe, wir müssen uns das nicht alles merken. Nee, wir müssen uns gleich was mit P, was Eckiges mit P aus der Küche suchen. Weil du hast gar nicht P gesagt, aber davon abgesehen. Der feine Herr. Ich sehe, wie du bist raus. Okay. Aber kann ich nochmal wissen, welcher Buchstabe genannt wurde dann? Das sage ich dir gleich alles. Das ist okay. Ihr müsst euch nichts merken. Die anderen, alle merken. Ihr müsst euch nichts merken, das habe ich gesagt. Ich habe mir alles gemerkt. Ja, war ein K. Okay, wir kommen jetzt zum sehr wahrscheinlich längsten Spiel für heute. Wow. Schon wieder. Nummer zwei. Nein, wir spielen jetzt, der Bayer kann schon, ich kann mir vorstellen, dass Robert das vielleicht auch kennt. Wo habe ich denn mein Hilfsblatt hingetan dafür? Das längste, ne? Ja, was. Verstanden. Hä, wo habe ich denn hingetan? Alles klar. Wir spielen eine Runde. Erklären wir es eins für alle Mal. Diamant. Diamant ist ein schönes Spiel. Nice. Ein Push-Your-Luck-Spiel. Und ich bin noch nicht, wo ist denn? Yes. Meine Güte, ist auch egal. Oh. So, ich baue mal kurz hier ein bisschen was um. Diamant ist ein Kartenspiel, ein Brettspiel, ein Sammelspiel, wie auch immer man das sagen möchte. Es geht relativ flott und einfach. Ich baue nur gerade hier mal ein bisschen auf. Darf ich was sagen dazu? Darfst du, gerne. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, und meine Eltern werden mich gleich per WhatsApp korrigieren, wenn es nicht ist, aber ohne Diamant wäre ich wahrscheinlich nicht der Brettspieler, der ich bin, weil der Vorgänger von Diamant ist Sleuth. Ja, so in etwa. Ja, und das war wohl so das erste Brettspiel, was meine Eltern sich geholt haben. Okay. Ist Sleuth eine der Todsünden?
Ist das nicht Gier? Das war Sloth. Ja, das ist Sloth. Und das ist das Faul. Man darf Robert aussprechen. Ja. Okay. Ich höre nicht auf Robert, weil er ist ja ein Geist. Ah, nee, jetzt ist Spiel Robert. Vorbei. Ich habe doch eben dieses Ding vorbereitet. Ich habe gedacht, es geht darauf hinaus, dass ohne Diamant Robert nie gezeugt wurde. Aber das Robert sagt, dass auch, dass der Robert erzählt. Die Geschichte war zu Ende. Wow. Bombengeschichte auf jeden egal. Fall. So, Bayer war eben blau, Sebi war rot, Bayer war lila, Entschuldigung. Robert war blau und Wookie war das. Ich habe noch keine Korrektur bekommen, es stimmt wohl. Okay. So, ich habe hier einen Kartenstapel mit 30 Karten. Auf diesen Karten, die sind unterteilt in zwei Arten. Es gibt. Nein, es sind 30 Karten. Du bist jetzt mal ruhig da. Auf diesen Karten gibt es zwei verschiedene Arten im Prinzip. Es gibt Fallenkarten, 15 Stück an der Zahl, und es gibt Diamantkarten, die sehen in etwa so aus. Da steht eine Zahl drauf, von 1 bis 17 kann das eine Zahl sein. Es gibt ein paar Zahlen nicht, deswegen passt das mit 15 Karten trotzdem. Was? Das ist ein anderes Spiel. Das haben die auf Rocket Beans letztens gespielt. Das kann sein, dass sie das nochmal gespielt haben. So. Ihr versucht, das heißt, Diamant, weil ihr versucht, Diamanten zu sammeln. Ich erkläre die Regel nur einmal, wer sie dann nicht verstanden hat, hat Pech gehabt. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Genau. Es wird gleich so laufen. Ihr seid quasi Expeditionsteilnehmer und versucht in einer Höhle in 5 Durchgängen so viele Edelsteine wie möglich zu sammeln. Ihr seid eine Gruppe am Anfang, deswegen geht ihr erstmal kooperativ in diese Höhle rein. Der Spielablauf ist super simpel. Ich habe das Deck, ich mische die Karten und decke nacheinander Karten auf. Ich mache gleich die Kamera nach unten, damit ihr hier ein bisschen seht, was hier vorne auch so passiert. Aber eigentlich ist das Grundlegende habe ich für euch sehr, sehr vereinfacht. Ich decke eine Karte auf und dann ist es zum Beispiel eine Karte mit 9, steht es da drauf, 9 Edelsteine. Ihr geht erstmal als Team da rein. Das heißt, die Diamanten, die ihr findet, oder die Edelsteine, die teilt ihr unter euch ganz fair auf. Das heißt, wenn hier eine 9 ist, kriegt jeder von euch mal per se 2 Steine. Die lege ich euch hier vorne, ich habe hier quasi so Kisten für euch vorbereitet, die lege ich euch dann hier vorne hin. Das seht ihr dann gleich auch, wer wie viele hat. Einer bleibt dann übrig, der kommt quasi in die Mitte. Das ist einer für später mal. Der konntet euch jetzt nicht einigen, wer den haben wollte, deswegen bleibt er übrig. Nach drei Parken quasi. Ja, nein. Oh Gott, ein anderes Spiel bitte. Nach jeder Karte, da braucht ihr jetzt gleich entweder euer Whiteboard oder sonst was, da braucht ihr eine Option für Ja und für Nein. Ihr zeigt dann alle gleichzeitig, ob ihr weiter in die Höhle gehen wollt oder ob ihr komplett rausgehen wollt aus der Höhle. Ihr könnt auch gerne Käse nehmen für weitergehen und Pferd für ich gehe zurück. Ich muss es nur klar definiert wissen vorher. Ja heißt, ich gehe weiter, Nein heißt, ich gehe zurück ins Camp. Wenn ihr alle Ja macht, wird einfach die nächste Karte aufgedeckt. Jetzt in dem Fall wären das 17. Auch das wird wieder fair aufgeteilt unter euch 4. Das heißt, jeder kriegt 4 Steine, einer bleibt wieder übrig und so weiter und so fort. Warum solltet ihr jetzt mal sagen, dass ihr zurückgeht? Nun, in dem Stapel gibt es auch Gefahrenkarten. Es gibt 5 verschiedene. Es gibt Lava, Spinne, Schlange, das seht ihr dann. Da gibt es jeweils von jeder Gefahr gibt es mehrere Karten, und zwar immer 3 Stück von einer Gefahr. Wenn von einer Gefahrenart, also jetzt zum Beispiel haben wir jetzt ja Lava 2-mal gehabt, wenn von einer Karte die 2. Gefahrenkarte kommt, endet die Expedition sofort. Das heißt, alle, die dann noch in der Höhle sind, verlieren alles, was sie gesammelt haben zu dem Zeitpunkt. Ne, jetzt in dem Beispiel, ihr habt jetzt alle gerade irgendwie jeweils dann 6 Steine oder sowas gehabt mit der 17er-Karte. Dann kommt die 2. Lava-Karte, weil ihr alle immer weitergegangen seid. Dann geht ihr mit nichts raus. Deswegen kann man aber auch entscheiden, nach einer Karte zu sagen, ich möchte nicht mehr weitergehen. Das ist, wenn ihr dann Nein sagt. Wenn ihr sagt, ihr geht zurück, dann werden alle Edelsteine, die ihr gesammelt habt, sicher gespeichert. Die könnt ihr nicht mehr verlieren. Die kommen in eure Kiste, die sind dann safe. Und die, die zurückgehen, also wenn man alleine zurückgeht und es liegt zum Beispiel noch ein Edelstein in der Mitte, der sammelt noch die restlichen, die auf dem Weg liegen geblieben sind, mit auf. Das heißt, man kann quasi die Reste noch mit einsammeln. Sollten mehrere gleichzeitig zurückgehen, angenommen Sebi und Wookie sagen beide gleichzeitig, wir möchten zurückgehen, werden die auch wieder fair aufgeteilt, die in der Mitte dann noch lagen. Die werden dann gespeichert und dann machen die anderen noch so lange weiter, bis sie entweder quasi zurückgehen oder bis sie in der Höhle begraben sind. Wir spielen insgesamt 5 Runden davon. Wer nach 5 Runden die meisten Edelsteine hat, hat gewonnen. Zu sagen ist noch, damit die Regeln auch vollständig sind, wenn 2-mal die gleiche Gefahrenkarte aufkommt, wird eine davon rausgenommen. Es gibt 3-mal Lava da drin, das heißt, danach gibt es nur noch 2-mal Lava drin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Lava nochmal doppelt aufgedeckt wird, ist dann etwas geringer. Ich habe aus dem Spiel, für die, die jetzt vielleicht das kennen, also bei Bayer weiß ich es, weil wir haben das letztens Jahr nochmal gespielt hier, es ist wirklich nur ein Glücksspiel, das Ding. Ich habe diese Reliktkarten rausgenommen, die beim Rückgehen wichtig sind, weil sonst wäre das jetzt ein bisschen zu viel jetzt an Regelerklärung. Deswegen habe ich das nur auf die Gefahrenkarten und auf die Diamantkarten beschränkt.
Und eigentlich war es das schon. Wer nach 5 Expeditionen die meisten Edelsteine hat, hat gewonnen. Es ist wirklich super simpel. Ich decke Karten auf. Ihr seht gleich, ich mache es jetzt schon einmal. Die Kamera hier nach unten zünden. Der Sebi hat schon aufgehört mitzudenken. Nein, nein, alles cool. Ihr müsst mir mal gerade sagen, ob ihr jetzt das Blatt Papier seht. Wir werden halt Skandale im Chat aufgedeckt. Seht ihr das, was ich hier vorne aufgebaut habe, liebe Lampen? Ja. Ja. Ne, also hier die Kisten nochmal. Hier ist Robert, Bayer, Sebi und Wookie, damit ihr mal seht, was ihr vor euch liegen habt. Wenn ihr die dann speichert, packe ich die in die Kiste rein, sodass die dann sicher sind und euch nicht mehr weggenommen werden können. Wer nach der 5. Runde die meisten Diamanten hat, hat gewonnen. Es gibt rote und weiße Diamanten. Weiße Diamanten sind 5 Punkte wert. Die werde ich immer mal wieder austauschen, einfach nur, damit ich genug rote habe. Das ist einfach alles an der Geschichte. Habt ihr Fragen, Sebi? Nein. Okay. Ich möchte gerne noch meine Geschichte korrigieren. Das Spiel, was ich meinte, war Diamantenjagd. Das ist aber dann in der Tat auch was anderes, oder? Ja, ja. Okay. Aber Sluice ist auch was anderes als Diamant. Es gab das noch als... nicht trotzdem, Robert. Es gab das noch als Ink and Gold, wurde das zwischenzeitlich nochmal bekannt. Aber als Diamant ist es so das, wie ich es kennengelernt habe, damals in der Brettspielwelt noch. Okay, so. Ich resette die Diamanten. Und die erste Karte ist ja relativ simpel. Ich decke jetzt einmal auf und wir haben schon eine Gefahr. Es ist ein großer Stein. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle noch weitergehen möchtet, weil es ist ja noch nichts passiert. Ne? Deswegen, jetzt müsste der Moment kommen, wo ihr alle in die Kamera haltet, ob ihr weitergeht oder nicht. Genau, damit ihr euch nicht davon beeinflussen lasst, was die anderen machen. Ja. Aber jetzt geht auf jeden Fall alle weiter. Aber eine Gefahrenkarte davon ist schon mal raus. Wenn jetzt noch so einer kommt, wäre die Expedition vorbei. Sage ich nur schon mal. Dann mache ich schon mal weiter und wir haben eine 4. Das heißt, jeder von euch kriegt schon mal per se einen Edelstein vor sich, hat ihn aber noch nicht safe, weil aus Gründen. So. Wer möchte weitergehen? Weil wenn jetzt ein Stein kommt nochmal, ich sag's nur, dann verliert ihr diesen einen Edelstein, den ihr habt. Ihr könnt aber auch sagen, ihr macht weiter und riskiert natürlich dann, also ihr könnt mehr bekommen. High Risk, High Reward, aber ihr könnt natürlich auch ein bisschen was verlieren. So, einmal bitte zeigen. Der Tipp vom Profi geht am besten jetzt schon mal zurück. Okay, cool. Okay, dann einmal zeigen, ob ihr weitergeht oder nicht. Alle gehen sie weiter. Okay, dann decke ich die nächste Karte auf. Es ist eine 14. Das bedeutet, jeder von euch bekommt 3 Steine. Schon mal Vorsicht, damit habt ihr jetzt alle schon mal 4 während dieser Expedition. Und 2 kommen in die Mitte. Die sind quasi nicht zugeteilt gerade. Wenn jetzt einer von euch zurückgeht, kriegt der auch noch diese beiden noch dazu. Wie viel kostet denn ein Schwert? 15 Edelsteine. Was hast du mit dem Schwert vor? Was? Nichts. Okay, wollt ihr weitergehen oder wollt ihr nicht weitergehen? Ach, ich habe den Spielnamen gar nicht geändert, fällt mir gerade an. Das versuche ich nochmal gerade hier. Aber ihr könnt schon mal sagen, ob ihr weitergehen wollt oder nicht. Macht schon mal. Wookie möchte nicht weitergehen. Das heißt, Wookie, wo habe ich dich? Durch hier. Das heißt, deine 4 kriegst du plus die beiden, die hier sind. Dann hast du 6 insgesamt. Ich tausche da mal einen weißen davon aus. Die hast du safe. Jetzt bist du natürlich für den Rest dieser Expedition erstmal raus aus der Sache. Und die anderen 3 dürfen noch tiefer in die Höhle wandern. Und nein, das ist nicht Code für irgendwas. Ich muss nur gerade einmal. Was machst du da auf deinem Rechner? Ich. Merk den Spielnamen. Den Spielnamen ändern, genau, das habe ich eben verbaselt. Ich nenne es auch einfach mal Diamant. So. Und du bist kein Geist jetzt, vergiss es. Genau. Okay, für die nächsten. Ihr wollt weitergehen, ich decke die nächste Karte auf. Es ist eine Nagelramme. So heißt das, das haben wir gelernt in dem Ding, dieses schöne Ding ist. Also eine Fallenkarte, aber nicht die gleiche wie eben. Das heißt, ihr könnt wieder entscheiden, ob ihr weitergehen wollt oder nicht weitergehen wollt. Aber es ist natürlich jetzt eine zusätzliche Gefahr, die euch ein bisschen bedroht. Einmal zeigen, ob ihr weitergehen wollt oder nicht. Alle gehen sie weiter, okay. Wir decken die nächste Karte auf und es ist wieder eine Gefahrenkarte. Es sind Spinnen dieses Mal. Da habt ihr Angst? Angst, Potter. Es gibt 5 unterschiedliche, oder? Es gibt Spinnen 5 unterschiedliche. Von Stein überrollt. Es gibt 5 unterschiedliche Fallen und von jeder Fallenart gibt es 3-mal die gleiche Karte. Robert hat recht. Stein also, schlägt Spinne, Spinne schlägt Stein. Okay, Sebi, Bayer und Robert, wollt ihr weitergehen oder wollt ihr rausgehen? Einmal zeigen. 3, 2, 1. Alle sagen sie noch weiter. Okay, die Spinne hier. Und wir haben eine 2 aufgedeckt. Da ihr zu dritt seid, kriegt keiner diese beiden Steine. Die bleiben in der Mitte. Und ihr dürft wieder entscheiden. Geht ihr weiter oder nicht? 3, 2, 1 und zeigen. Alle gehen weiter. Okay, die nächste. Wir haben keine Angst. Wir machen weiter. Hier haben wir eine 9. Das bedeutet, jeder von euch bekommt 3. 1, 2, 3. Uppala. Ach, ist ein bisschen friemelig hier gerade. 3 und nochmal 3. Und keiner bleibt übrig in der Mitte. Und wieder die Frage, geht ihr weiter oder geht ihr raus? 3, 2, 1. Alle gehen so weiter. Oh, okay.
Eine 11. Das heißt, jeder bekommt wieder 3 Steine. Gut, gut, gut. Boah, Leute. Solltet ihr definitiv zurückgehen. Schon mal 3 bei jedem noch dazu. Und 2 kommen in die Mitte noch dazu. Das heißt, es liegen jetzt 4 schon mal in der Mitte. Wieder die Frage. Geht ihr weiter oder geht ihr zurück? Einmal zeigen. 3, 2, 1. Ihr habt nicht gesehen, dass Robert zurückgehen will. Weil, okay. Sebi ist der Einzige, der drinnen bleibt. Bayer und Robert gehen zurück. Das bedeutet, ihr teilt euch diese 2 Dinger hier noch auf. Also die 4. Armer Sebi. So, ich mache gerade 1, 2. Die Spinnen werden es jetzt sein. Jeder von uns. Ja, okay. Bayer wettet auf die Spinne. Wookie, was hast du? Lava. Nee, Lava kann jetzt noch nicht. Jetzt kommt Lava. Doppellava. Doppellava, okay. Ich sag Stein. 2, 4, 6, 8. 10, dafür kriegst du 2 davon und die kommen nur rein. So, Sebi, für dich kommt so eine Karte. Du kannst absolutes Suchtpotenzialspiel, ist ja übel, Alter. Ja, okay, Sebi, für dich die nächste Karte. Die 17. Oh. Damit kriegst du 17, du musst es mit niemandem teilen. Ich schreibe meinen Nein auf mein Board, ja? Alles klar. Sehr gut gemacht. Das war nicht mit High Risk, High Reward. Definitiv weitergehen. Okay, dann tausche ich, also du gehst dann zurück, ja? Du alter ja, Gold, Digga. Wow. Komm, Sebi, eine schaffst du noch. Eine geht noch. Komm, Sebi, einmal geht noch. Okay, alles klar. Deckst du bitte weiter auf? Ja, komm. Mach mal. Ich denke mal, eine weiter nur auf noch. Genau, die nächste wäre die 15 gewesen, ich sag's mal gerade. Aber Sebi wollte zurückgehen, okay. Das bedeutet, ihr seid alle raus, es sind aber noch alle Gefahrenkarten drin, weil es hat kein Einsturz, kein gar nichts stattgefunden. Die bleiben jetzt alle drin, ja. Es wird alles neu gemischt jetzt hier. Ich mische jetzt wieder. Aktiviert werden, ja? Genau. Wenn eine aktiviert wird, geht eine Karte von dieser Gefahr raus. Alles klar. Aber jetzt ist allen aber auch klar, wie das Spiel funktioniert. Ne? Das Ganze machen wir jetzt noch 4-mal und dann zählen wir, wer von euch die meisten Diamanten hat. Ich hoffe, dass die Diamanten reichen. Baby, bleibt zu Hause, es kann nur schlechter werden. Wisst ihr noch, wie viele Diamanten ihr hattet? Ja, 700. Gut. Ich kann euch das gerne nochmal zwischen... Aber das ist eigentlich dann geheim. Eigentlich ist es geheim. Das sieht man das am Ende. Schnaps ausgegeben. Okay, alles klar. Die nächste Runde beginnt mit der ersten Karte und es sind Spinnen. Wollt ihr weitergehen oder wollt ihr... Weiter. Alle gesagt weiter. Okay, alles klar. Die nächste Karte. Es ist eine Schlange. Weitergehen oder? Weiter. Ich mache jetzt einfach mal, ne? Eine 5. Das heißt, jeder von euch bekommt einen und einer bleibt in der Mitte. Weiter oder nicht weiter? Okay, Bayer geht zurück. Das heißt, er sichert sich den einen und geht mit den 2, die er hat, zurück ins Lager. Das heißt, Wookie, Sebi und Robert machen noch weiter. Ich dachte, Bayer hat das schon gespielt. 2, die könnt ihr nicht unter euch aufteilen, die kommen an den Rand. Möchtet ihr weitergehen oder möchtet ihr zurück? 1, 2, 3. Vor, wir haben ja. Wir schreiben doch einfach jede Seite mit einer Sache. Sebi geht zurück und nimmt sich dann die beiden, die noch da lagen. Hat dann also hier 3, das kann ich dann einmal umtauschen noch in einen 5er. Alles klar. So, das heißt, Robert und Wookie, für euch beide geht es jetzt noch weiter. Oder auch nicht, das ist die zweite Spinne. Deswegen verliert ihr den einen, den ihr hier gesammelt habt. Und eine Spinne kommt jetzt raus. Die ist jetzt weg. Gut gemacht, rauszugehen. Das war ein gutes Timing. Die nächste. Das Maximum rausgeholt, das Sebi. Geil. In beiden Läufen bis jetzt. Warum fragt Krimi-Master, ob das eine Probe war? Nee, das war keine Probe. Das war schon die erste Runde eben. Ist auch nicht. So, ich mische jetzt die nur noch 29 Karten. Also, ne, damit ihr auch seht, dass ich wirklich mische. Jetzt ist. Ich lege mir die nicht zurecht. Und die Spinne ist raus, sagst du? Eine Spinne ist jetzt raus. Von 3. Es sind noch 2 Spinnen drin. Erste Karte, eine 3. Die könnt ihr nicht unter euch aufteilen. Deswegen kommen sie drei in die Mitte. Und ihr dürft entscheiden. Ich denke mal, ihr geht alle weiter, würde ich mal sagen. Ne? Käse weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Okay. Eine 7. Das bedeutet, jeder bekommt einen. Hoppala. 1, 2. Ne? Und 3 kommen in die Mitte. Damit liegen schon 6 in der Mitte. Wollt ihr weitermachen oder wollt ihr zurückgehen? 3, 2, 1. Entscheiden. Der Bayer geht zurück und schnappt sich die hier. Dann mache ich das einmal so und daraus wird einer dieser. Hoppala. Alles klar. Gleich was umtauschen. Bayer raus. Und es geht weiter mit allen außer Bayer. 17. Das heißt, jeder von euch bekommt schon per se 5. Und 2 bleiben übrig. Wollt ihr weitergehen oder wollt ihr nicht weitergehen? 3, 2, 1.
Sebi möchte nicht weitergehen. Das heißt, er kriegt hier die 2 und seine 6, die er da hat. Also hat er insgesamt 8 diese Runde gemacht und die kommen alle in seine Kiste. Robert und Wookie, für euch geht's weiter. 15. Damit kriegt ihr jeweils 7. Und einer kommt in die Mitte. Weitergehen oder nicht weitergehen in 3, 2, 1. Ihr sagt beide ja, okay, weiter geht's. Spinnen haben wir. Weitergehen oder nicht weitergehen in 3, 2, 1. Und zweimal ja. Eine 7, jeder von euch bekommt 3. Und einer kommt in die Mitte. Weitergehen oder nicht weitergehen in 3, 2, 1. Beide gehen wieder weiter. Damit haben wir eine Schlange aufgedeckt. Jetzt wird's interessant. Weitergehen oder nicht weitergehen? In 3, 2, 1. Wir haben zweimal ja. Ihr wollt beide weitergehen? Eine 4. Ihr kriegt beide 2. Come on! Also 17 ist auch das Höchste, was es gibt. Die gibt's auch noch einmal, ne? Okay, weiter geht's. Wollt ihr weiter oder nicht weiter? In 3, 2, 1. Ihr wollt beide zurückgehen, das heißt, ihr teilt euch die beiden, die ihr hier in der Mitte habt, so. Gerne, sehr und gerne, Robert. Habt ihr hier 4, 5. Gute Ausbeute, mein Lieber. Nächste Karte, bitte. Warte kurz, willst du dich, das ärgert dich doch nur, wenn du schon weißt. Ja, das willst du doch nicht wissen. So, ich tausche noch mal gerade hier um. 1, 2, 3, 4, 5. Er will den River noch sehen. Und warum war denn jetzt 1 zu 4? Oh, ich hab, glaube ich, nee, hab ich einen vergessen. 2 kriegst du noch mit dazu, so. Ich trau dir. Was? Ja, das müsste passen. Die nächste Karte wäre Lava gewesen. Und dann wäre eine 14 gekommen. Oh! So, okay. Damit sind wir jetzt in der 4. Expedition. Zwei Runden. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem nach der nächsten rausgegangen. Das ist dann das Problem. Wobei er ist nach Haus gegangen. Er hat das Gotteshaus gebaut. Gottes. Haus Gottes, genau. So, ach cool, krass, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Das nächsten, Haus von Nikolaus. Die nächsten Spiele gehen aber wieder alle was schneller, würde ich sagen. Ich habe auch schon, ja angekündigt, dass das hier das längste Spiel ist. Wieso, hast du die Karten vorgewischt? Was? Achso, ich einfach nur mal, um ein bisschen richtig Shuffle da reinzubekommen. Na egal. So, die erste Karte. 14. Das heißt, jeder von euch bekommt 3. Wer jetzt zurückgeht, ist ein Angsthase. Ist das die letzte Runde? Die vorletzte. Okay, wer jetzt zurückgeht, ist ein Angsthase. 2 bleiben übrig. Weitergehen oder nicht weitergehen? 3, 2, 1 und zeigen. Alle wollen so weitergehen. Die nächste Karte ist eine 7. Jeder von euch bekommt einen. Boah, Sebi hat diesen Pokerblick, ey. Und dann bei 24 oder sowas. 3, ich muss auch rechnen hier, 3 kommen dann in die Mitte. Alles klar. Die nächste Karte, wollt ihr weitergehen oder nicht weitergehen? 3, 2, 1. Muss mal ein bisschen flotter hier. Alle wollen so weiter. Wir haben eine 4. Jeder von euch bekommt einen. Warte, dann mach ich das mal so. Dann habt ihr alle nämlich 5 vor euch. Dann kriegt ihr alle schon mal einen Silber. Uppala. 5 lagen hier. Das. So ein Kartenspielertrick, was macht der da? Ja, man weiß es. Wo ist die Dame? Wo ist die Dame? Wo ist das Pik Ass? Okay, wollt ihr weitergehen oder nicht? 3, 2, 1, 2. Gutes Spiel, merke ich mir. Sebi möchte nicht weitergehen. Das heißt, Sebi, Mann, Sebi. Die 5 hier noch. Willst du nicht gewinnen? Manchmal ist es seltsam. Ich habe das Gefühl, dass ich viele Steine habe. Habe ich auch, Sebi. Okay. Ich habe vergessen mitzurechnen. Okay, die anderen 3 wollen weitergehen. Wahrscheinlich wieder eine 17. Spinne. Nee, doch nicht. Wollt ihr weitergehen nach der Spinne? In 3, 2, 1 zeigen. Alle wollen so weitergehen. Okay, die nächste Karte ist eine Schlange. Wollt ihr weitergehen? In 3, 2, 1 und zeigen. Alle gehen weiter, okay. Das ist noch eine Schlange. Das heißt, jetzt kommt eine Schlange raus und ihr verliert die 5, die ihr da gerade hattet. Kann ich die schnell weiter? Damit kommen wir jetzt zur letzten Runde und dann ist das Spiel auch vorbei. Ich mische noch einmal die Karten. Sind halt jetzt dann auch nur noch 28 Karten drin, nur noch 2 Schlangen und nur noch 2 Spinnen. Von allen anderen Fallen noch 3. Und dann gucken wir mal, was jetzt noch so passiert. Wer jetzt noch gewinnen möchte, muss natürlich voll auf Risiko gehen. Immer weiter, alles klar. Viel Spaß auf der Toilette. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Alles klar, die erste Karte. Ein Stein. Ich gehe mal davon aus, dass ihr weitergehen wollt. Weil ja, das passt ja. Okay. Eine Nagelramme. Alter, ja, weiter. 17. Okay, das heißt, jeder von euch bekommt 4. Das irritiert, dass die jetzt auch was kriegen, obwohl sie gar nicht da sind.
Ich habe mich gerade schon richtig gefreut. Ja, das Ding ist aber, ach so. Ja, wenn die jetzt aber, ja, aber irgendwann kommen doch die Fallen. Ja, eben. So, oh, also eigentlich muss ich, ich bin jetzt mal fair und sage einfach, ich warte jetzt noch, weil das ist ja Quatsch. Oh. Achso, und einer kommt noch in die Mitte, Entschuldigung, der ist noch nicht vergeben hier. Weiß der Wookie, dass wir fair sind, oder geht er jetzt rauchen oder masturbieren? Ich frage, ob er die Kopfhörer noch aufmacht. Damit geht jetzt einfach weiter. Wookie! Er hat da Ja stehen, dann geht es weiter. Ja, also wenn der Wookie jetzt die Kopfhörer noch auf hat und auf Toilette ist, dann reden wir jetzt die ganze Zeit mit ihm, während er auf Toilette sitzt. Hände das ist ein bisschen das war sehr seltsam. Das war ziemlich seltsam, was ich da gefunden habe. Evi, aber ganz ehrlich, wenn ich dich im Ohr habe, dann masturbiere ich definitiv nicht. Mehr. So, wow, okay. Wookie, gehst du weiter? Wow. Sind zwei Fallen sind ja schon draußen. Wir haben einmal den Stein. Okay, trotzdem. Ja, Ramme und Stein. Alles klar. Ja, Ramme ist da, ihr seid alle tot. Gut. Ich habe mir noch gesagt, wenn du vom Pissen wiederkommst, dann hörst du auf. Wir haben extra auf dich gewartet. Ja, ja, okay. Warum habt ihr auf mich gewartet? Damit kommen wir, ich mach mal wieder hier rum, ich zähle jetzt mal die Diamanten aus und ich schwitze auch überhaupt nicht. So, wir haben beim Robert. Robert hat insgesamt, das sind 20, 30, 32 Steine. Hey, Sebi hat sogar versucht, mich anzurufen, die Sau. Ich dachte, ihr seid Freunde. Das war wirklich bei jedem. Der Bayer. Der Bayer hat 5. Wie viel haben wir? Wer hat was? Robert hat 32 Steine. Der Bayer hat 21 Steine. Dann kommen wir. Nimm das, Gott! Mach ich mal den Wookie. Wookie hat, glaube ich, 14 oder so. Okay, dann gebe ich dir nur die 14. Eigentlich hättest du 26. Oh, okay, nehme ich die 26. Nimm das, Gott! Und dann gucke ich mal, was Sebi hat. Oh, warte, was ist noch? Gott, so viele Diamanten haben, dass er sie nicht zählen kann. 10, 20, 30, 40, 45, 48 hat Sebi. Damit hat Sebi gewonnen. Alter Schwede. Und also deutlich. Auf dem letzten Platz war der Bayer. Dann kommt Wookie mit einem Punkt. Dann kommt Robert mit 2 Punkten. Und Sebi kommt mit 1, 2, 3 Punkten. Cool. Ey, krasser Scheiß. Was ist denn hier los? Ich sage euch mal nicht den Punktestand gerade, ne? Aber okay, super. Was haben wir denn? Hashtag Team Robert. Genau. Das ist eigentlich ganz gut mit dem Aufräumen. Ich lasse mir Zeit mit dem Aufräumen. Wir kommen jetzt nämlich zu Spiel Nummer 6. Und Spiel Nummer 6. Wieso denn doppelt, Sebi? Ah, nee, was sich selbst retweetet. Ja, ich hab's ja wieder zurückgängig gemacht. Mann, Twitter. Spiel 6, nenne ich mal das Hochstapler. Ist erlaubt, ne? Wir brauchen einen Social Media Manager. Wenn sich jemand bewerben will, bei uns gerne. Wir brauchen jemanden, der, während wir hier spielen, quasi über uns twittert. Okay. Alles klar. Ja. Nächstes Spiel, Hochstapler, genau. Ich hat aber einen anderen Hintergrund. Wirklich nur Steine. Nee, diesmal nicht mit, also weiß ich nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich habe euch ja ein paar Sachen gefragt im Laufe der Zeit. Also ich stelle euch jetzt erstmal die grobe Aufgabe, die ihr machen müsst. Und dann gehen wir ins Detail in der ganzen Geschichte. Und zwar werdet ihr jetzt gleich auf mein Kommando hin durch eure Wohnung laufen dürfen. Und ihr dürft euch Objekte suchen, mit denen ihr einen Turm baut, der möglichst genau 2 Meter hoch ist. Deswegen braucht ihr den Zollstock gleich dafür, um das zu messen. Ich sage jetzt schon mal direkt, ihr dürft keine Möbelstücke verwenden. Also keine Stühle, keine Tische, keine Hocker, kein Kühlschrank, keine Ahnung. Also irgendwie. Das muss quasi auch in der Kamera zu sehen sein. Also ihr müsst es quasi vor die Kamera dann stellen nachher und nicht die Kamera bewegen. Ein Turm, der 2 Meter hoch ist. Wenn einer von euch sagt, stopp, ich habe den Turm, der 2 Meter hoch ist, müssen alle aufhören. Dürfen wir denn messen dabei? Ihr dürft nicht messen dabei, das wird erst am Ende gemessen. Und jetzt kommt dann noch der Clou, also es gibt noch 2 Clues. 2 Meter, müsst ihr euch jetzt quasi in etwa denken, wie hoch 2 Meter sind. Ihr dürft so viel benutzen, wie ihr möchtet. Angenommen, angenommen Robert sagt jetzt irgendwie, okay, ich habe einen Turm, der 2 Meter hoch ist, stopp. Dann müsst ihr alle aufhören zu bauen. Das heißt, ihr würdet möglichst schnell viele Sachen irgendwie sammeln. Und dann messen wir bei Robert erstmal nach, wie nah er dran ist. Im Prinzip ist, der als erstes fertig ist, ist auch als erstes fertig. Für jeden Zentimeter, für jeden 5 Zentimeter habe ich gesagt, weil ich bin ein bisschen fair, weil es gibt ja immer ein bisschen Wiggle Room. Für je 5 Zentimeter, die euch zu den 2 Metern fehlen, kriegt ihr aber noch Strafzeit drauf. Wir unterbrechen dann nämlich nur kurz das Spiel. Und derjenige, der Stopp sagt, hört dann halt auch auf. Die anderen dürfen dann noch weitermachen. Aber immer wenn ich Stopp sage, müsst ihr einmal kurz dabei sein. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Beziehungsweise. Nee, damit es schneller geht, machen wir es anders. Wer sagt, er ist fertig, sagt mir einfach, dass er fertig ist. Ich notiere mir die Zeit und wir warten, bis alle fertig sind und dann machen wir das mit dem Messen. Für je 5 cm, die euch zu den 2 Metern fehlen, kriegt ihr aber noch halt, keine Ahnung, 10 Strafsekunden, nee, 5 Strafsekunden drauf. So, 5,
Mein Gott, ist das anstrengend gerade. Pro 5 cm sind es 5 Strafsekunden. Ich glaube, der erfindet das gerade. Ja, mir fehlt eigentlich ein Spiel. Das ist nein, also nochmal, ne? Ich sage los, ihr lauft los, sammelt Sachen für einen Turm, der 2 Meter hoch ist. Wenn ihr denkt, euer Turm ist fertig, sagt ihr Stopp. Ihr dürft vorher nicht messen. Wenn ihr dann Stopp gesagt habt, schreibe ich mir eure Zeit auf, die verstrichen ist. Wenn ich von euch allen eine Zeit habe, wenn ihr alle Stopp gesagt habt, dann messen wir nach und dann kriegt ihr noch quasi Strafzeiten für große Abweichungen in der ganzen Geschichte. Warum ich euch jetzt ein paar Sachen gefragt habe, ist eigentlich ganz einfach. Ich muss mich fragen, ob ich den Kackzettel habe, da ist er. So, Sebi hat K gesagt, das heißt, ein Gegenstand, den ihr findet, muss mit K beginnen. Robert hat gesagt Quadrat, das heißt, ihr müsst in irgendeiner Form ein Quadrat einbauen in die ganze Geschichte. Es kann natürlich auch ein Würfel sein, das zähle ich jetzt auch als Quadrat, das ist okay. Bayer hat gesagt lila. Das heißt, irgendwas, in dem die Farbe lila vorkommt, muss drin vorkommen. Und Wookie hat gesagt Küche. Das heißt, ein Gegenstand aus der Küche muss auch mit rein in diesen Turm. Wenn ich nichts Lilanes in meinem Haus besitze, verlierst du wohl. Okay. Kannst du nochmal definieren, was wir nicht benutzen dürfen zum Bauen? Mach mal Großlicht an hier. Ihr dürft, also ich möchte keine Tische, keine Stühle, keine Hocker, keine, also Couchtische oder Tische in jeglicher Form, Stühle in jeglicher Form, sage ich jetzt mal so. Keine Ahnung, da es ja mehrere Gegenstände sein. Die Gegenstände müssen auch aufeinander gestapelt sein. Das würde jetzt nicht reichen, wenn du jetzt weißt, du hast einen Garderobenständer im Flur stehen, der genau 2 Meter groß ist und dann hängst du ein Kleidungsstück, eine lila Jacke und eine Kochschürze irgendwie dran aus der Küche. Würde das jetzt nicht halten. Das müssen aufeinander gestapelte Dinge sein. Wookie hat auch noch eine Frage. Während wir aufbauen, kannst du trotzdem noch mal ab und zu mal wiederholen, was die Sondergegenstände sind? Kann ich machen. Das du kannst aber noch mal sagen. Also ein Gegenstand, der mit K beginnt, etwas Quadratisches oder in dem eine Form eines Quadrates zu erkennen ist, etwas Lilanes, es muss nicht komplett lila sein, es kann auch nur ein bisschen lila dabei sein, und etwas aus der Küche. Robert hat eine Frage. Muss es ein klassischer Küchengegenstand sein oder muss ich ihn jetzt nur aus der Küche holen? Wenn du ein Dildo in der Küche hast, zählt das nicht. Es sollte ein Küchengegenstand sein. Okay. Habt ihr jetzt noch Fragen dazu? Also ne, ich sage jetzt gleich los, lasst die Zeit laufen. Wenn ihr fertig seid, sagt ihr bitte am besten euren Namen wieder, damit ich dann direkt auch das zuordnen kann. Ja, das funktioniert immer. Heute hat es so funktioniert. Und dann gucken wir dann später mit den Strafzeiten nach. Habt ihr noch Fragen zu dem Spiel? Ja, ich stelle dir jetzt, weil... Ja, mach ruhig. Dürfen es Kartons sein? Du da, also, wenn du deine Spiele nehmen willst, nimm deine Spiele denn. Aber der Ton ist ja. Ne, also, ja, es dürfen auch Kartons sein, das ist okay, ja. Alles klar. Dann muss ich den Timer starten. Sekunde. Sebi läuft schon los hier. Nee, ich stehe hier. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Bin mal sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gibt, aber ich dachte mir, das ist schönes Chaos, was sich da ergibt im Hintergrund. In der Zeit kann ich jetzt nämlich auch schön aufräumen hier. Und ich bin mal sehr gespannt, was die jetzt da zusammenholen. Ich sag's nochmal, ne? Ein Gegenstand mit K, etwas Quadratisches, etwas Lilanes oder etwas, wo Lila drin vorkommt und etwas aus der Küche, ein Küchengegenstand. Der Turm musste so gut wie es geht 2 Meter groß sein. Sie dürfen aber nicht nachmessen vorher. Das heißt, sie müssen das irgendwie sich in etwa erahnen, wie hoch 2 Meter sind. Und ja, das könnte Spaß werden. Wir haben halt, also ich mag halt so Spiele, wo man aus der Wohnung was holen muss und kreativ sein muss. Natürlich könnte man jetzt eigentlich theoretisch, ich bin gerade verwundert, ich hätte gedacht, Robert macht als erstes das Regal hinter sich leer und baut damit einen Schrank. Wo ist Robert? Der hat doch alles direkt. Gott. Robert sieht gerade aus wie ein Fortnite-Spieler, der mit einem Karton rumraidet und keine Ahnung, nicht Fortnite, wer ist das Ding? PUBG. Okay, Wookie hat schon mal Stopp. David. Alles klar, ja, ich hab's aufgeschrieben bei dir. 62 Sekunden. Also, was sind die Sachen? Lila, K. Lila, K, Küche und Quadrat. Ja, alles klar. So, ich muss gerade eben ein paar Steine runtergeflogen. Sieht man was bei mir? Ja, man sieht was, aber nicht alles, aber ist okay. Ich vertraue euch gleich auch einfach total bei dem Bauen. Mal gucken, was da noch so kommt. Ich hoffe, das stürzen die ein, wenn sie stehen. Ich wollte halt, ne, dadurch, dass ich... Sebi hat... 1, 32, das sind 92 Sekunden, ist klar. Das ist... Der Blick. Wir haben uns gerade einen neuen Staubsauger gekauft. Den habe ich auch. Okay, ich bin mal gespannt. Bei Robert und bei Bayer wird es noch spannend hier. Robert, hättest du mutiger werden können.
Vor allem sieht das bei Robert. Es geht auch mit vier Brettspielen. Es sieht auch sehr schief aus gerade. Also ist bei Robert. Ich sagen, oh ja, dein Namen musst du sagen. Robert, das rutscht ein bisschen zu dir. Robert, bist du durch? Zeitstrafe. Ja. Okay, ich bin auch durch, der Bayer. Alles klar, dann hast du, bist du kurz danach. Alles klar, so. Sehr gut. Dann, das ist natürlich jetzt komplett auf Vertrauensbasis. Messt bitte einmal nach, wie lang. Ach, ich hab was Lilanes vergessen. Nee, ist das. Alles cool. Alles cool. Der Leisten ist lila. Dann messt jetzt bitte einmal nach, wie hoch euer Turm ist. Denkt dran, bitte, das ist Vertrauensbasis. Und sagt dann. Ja. Bei Wookie, ein Meter. Warte. Das ist so ziemlich genau 2 Meter. Also ich muss es nicht Millimeter, macht, also rundet auf den nächsten Zentimeter auf. Siehst du das Ende? Nicht ganz, also ja doch, ja, okay. Es steht genau daneben. Ich sag 1,97 bei mir. Also ich muss ganz Ich würde 2,3 Meter sagen. 2,3 Meter. Sebi, was war das bei dir? 1,97. Okay. Ich muss gerade aus Sicherheitsgründen hier abbauen. Und das, den Rest, ich bin auf jeden Fall drüber, das kann ich schon mal sagen, aber nicht ewig viel. Wie viel hast du denn? Weiß ich noch nicht. Ich muss, das drüber muss ich ja nachmessen. Jetzt Deutschland ist ja nur 2 Meter. Ach so, ah, okay. Das ist nicht so einfach. Bayer, was war es bei dir? Ich habe nur 1,84. Wow. Der ist ja kleiner als du gewesen, der Turm. So, Moment. Ich hatte bis zur Kante von der Pfanne. Ich, ne, ja, also wir werden es auch nicht bei allen nochmal genau nachprüfen. Dann kann ich aber schon ich mal sagen. Ich habe langsam Angst. Können wir es abbauen so langsam? Ja, ihr, also Robert und Sebi, ja, Robert hat ja schon, aber ihr könnt schon mal abbauen. Ja. Okay, gut. Ich glaube, ich dachte, du wolltest sehen, was wir da drin haben. Ja, genau. Ja, also bei Sebi, bei dir sehe ich auch nur die Staubsaugerverpackung. Du kannst einmal gerne noch den Turm schwenken. Du siehst da unten, hast du eine Kiste und du hast Töpfe aus der Küche. Der Dyson, der ist lila, ja. Lila, und ein Quadrat hast du von da unten gesehen auch. Ja, habe ich auch gesehen, okay. Und okay. Was war K? Die Kiste. Ach, das ist Kiste. Alles klar, Kiste, ja. Okay. Wookie, was hast du so? Ich habe eine Gabel aus der Küche. Ja. Okay. Eine lila Packung Airways. Ja. Lauter quadratische Kartons, Spielekartons. Ja. Sehr gute Spiele, Katan, Klassiker. Katan mit K, genau. Ja, genau, Katan mit K. Dann natürlich Perfect Match, was eigentlich das perfekte Quadrat ist. Quest, meinen Legendary-Koffer. Sollte man haben. Und mein Gitarrenverstärker. Okay. Robert, wie hoch war jetzt dein Turm? 2,02 Meter. Oh, dann müssen wir beim nächsten Mal. Okay. Ich sag mal aber so, eure Abweichungen. Oder, ja, nee, warte, ich mach's genau. Das waren 2,2 Meter. Ja, ist okay. Ist schon okay. Das heißt, du bist zwar am nächsten dran, aber du hast halt auch quasi fast doppelt so lange wie Wookie gebraucht. Das bedeutet, okay. An der Positionierung ändert sich nichts. Bayer hat auch die größte Abweichung, deswegen würde jetzt auch theoretisch am meisten noch abgezogen werden. Aber er war auch so schon letzter. Das heißt, die Reihenfolge, in der ihr fertig geworden seid, ist auch die, in der es passt. Alles sonst? Wie bitte? Haben denn alle alles sonst? Ich bin ich hab ja noch gar nicht hier. Ich habe was Quadratisches, ich habe was aus der Küche, ich habe was Lilanes. Kiste. Bayer, was war bei dir das mit K? Ja, das war King Domino. Ah, King Domino. Was war aus der Küche? Aus der Küche war die Küchenrolle ganz oben. Hätte auch mit K, genau. Das Lilanes? Das Lilane war der Dominostein auf der Spitze. Sehr gut. Und noch das Quadratische war wahrscheinlich auch Das war eins von den vielen Brettspielen. Ja, okay. Sehr gut. Gute das... Rakko hat es fast nicht überlebt. Falls jemand noch einen Rakko hat, ich würde es kaufen. So, Wir hatten gewonnen. Gewonnen hat der Wookie dieses Spiel, kriegt 3 Punkte. 1, 2, 3. Dann kommt Sebi mit 2 Punkten. Dann kommt der Robert, kriegt 1 Punkt und Bayer kriegt leider keinen Punkt. Weg mal den Retreat-Finger zücken. So. Damit kommen wir zu Spiel. Auf die Zeit mal stoppen hier. Spiel Nummer 7. 2 haben wir noch, okay. Spiel Nummer 7 ist auch ein bekanntes Spiel aus der Schulzeit mal wieder. Ich muss mal kurz hier was im Hintergrund machen. Ich hoffe, dass das jetzt auch einfach so funktioniert. Nein, das möchte ich nicht speichern. Okay. So, wir spielen jetzt nämlich eine Runde. Lampa-Lose. Ringelpiez mit Anfassen. Nein, Spiel Nummer 7. Sekunde. Hupala. Ist, ich nenne es jetzt mal. Ja, komm. In der Mangelung eines anderen Namens nenne ich es jetzt mal Hangman. Es ist nicht ganz Hangman, aber es geht in die Richtung. Ich finde da so eine Art Galgenmännchen jetzt. Ich wechsle mal gerade für die Zuschauer auf den Gamescreen und
Beziehungsweise, nee, noch nicht, das mache ich noch nicht. Euch teile ich gleich meinen Bildschirm. Wir spielen das quasi wieder in Paint, damit ich die Buchstaben da reinmachen kann und so. Paint? Wir machen jetzt das Ganze wie folgt. Ich habe 8 Kategorien gemacht. Also es ist quasi wie so ein bisschen eine Mischung aus Hangman und Glücksrad. Das heißt, ich sage euch die Kategorie, aus der der Begriff oder die Worte oder die Namen oder was auch immer kommen. Und ihr, der Bayer gerade Punktletzter ist noch, hast du gleich die Auswahl zwischen allen 8 Kategorien. Du darfst dir die aussuchen, die gespielt wird, und darfst eine aussuchen, die weggestrichen wird, die auf keinen Fall mehr drankommt. Danach kommt dann der zweite dran, der darf aus den restlichen 6 2 auswählen, eins, das gespielt wird, eins, das rauskommt. So lange, bis der, der gerade führt, nur noch die Wahl hat zwischen 2 Sachen. Eine Sache, die gespielt wird, eine, die rauskommt. Ich erkläre auch erstmal das ganze Spiel vorab. Ich sag euch in jeder Kategorie auch, wie viele Buchstaben da drin sind. Das ist wichtig für die Punktewertung, denn wir machen das ganz simpel. Wenn ihr dran seid und angenommen, der Bayer fängt jetzt an, sagt das erste Wort und beginnt mit, klassisch sage ich mal, mit einem E oder so, und es sind 5 E's in dem Wort, dann bekommt der Bayer 5 Punkte. Jedes Mal, also für die Häufigkeit des Buchstabens in der ganzen Geschichte, kriegt ihr dann einen Punkt, weil ihr quasi auch viel dazu beitragt, das Ganze zu lösen. Solltet ihr was Falsches sagen, verliert ihr keine Punkte, ist einfach nur der Nächste dran. Wenn ihr dran seid und ihr sagt, ihr möchtet nicht nur einen Buchstaben sagen, sondern ihr möchtet lösen, könnt ihr das auch machen. Sollte das falsch sein, werdet ihr quasi wieder, also dann passiert nichts. Aber wenn ihr richtig löst, kriegt ihr so viele Punkte, wie noch insgesamt Buchstaben fehlen, weil ihr quasi alles komplettiert habt. Also angenommen, ihr habt eins, es gibt irgendwas mit 10 Buchstaben, bisher steht nur einer da und Sebi löst dann, dann kriegt Sebi 9 Punkte, weil er 9 Buchstaben quasi gefüllt hat. Ich finde es schön, dass du mich zum Beispiel nimmst. Ja, ja. Das sind, die haben unterschiedliche Buchstabenlängen, ich habe natürlich jetzt nicht alle gleich gemacht und deswegen habt ihr dann die Auswahl, ob ihr jetzt sagt, okay, wir gehen lieber auf das, was viele Buchstaben hat, oder ihr macht eins mit weniger Buchstaben, damit nicht so viel Punkteunterschied ist. Am Ende zählt natürlich, wer dann die meisten Punkte aus 4 Runden insgesamt gesammelt hat. Habt ihr das soweit erstmal verstanden? Du kriegst einen Punkt für jeden aufgedeckten Buchstaben. Ja, was? Gut. Ja, wenn ich einen aufdecke, bin ich normal dran? Nein, das machen wir nicht so. Wenn du einen richtigen sagst, ist trotzdem der Nächste dann dran. Okay. Also ist das ein bisschen Glücksrad? Es ist eine Mischung aus Glücksrad und Galgenmännchen, ja. Genau. Alles klar. Ihr müsst keine Vokale kaufen. So. Galgenrad? Galgenrad. Ja, ich finde nicht ganz rausgekommen. So, wir machen weiter. Bayer, du bist momentan knapp hinten dran. Ich sage dir jetzt mal die Kategorien und auch immer direkt dazu, wie viele Buchstaben in dem jeweiligen Begriff, in der Begrifflichkeit sind. Das kann auch aus mehreren Wörtern bestehen, aber ne. Also, es gibt Literatur, 26 Buchstaben. Und nein, es ist nicht einfach das Alphabet aufgelistet. Dann gibt es Sport. Hat 13 Buchstaben. Musik 26. Werbung hat 35. Ort hat 16. Spiel hat 20. Kunst hat 30. Und Redewendung hat 34. Jetzt entscheide dich bitte für eins, das wir jetzt spielen, und für eins, das ich streiche, was heute nicht auf keinen Fall drankommt. Wir spielen Redewendung. Redewendung, okay. Das ist nämlich das letzte gewesen, das konnte ich mir als einziges merken. Dirk, es tut mir leid. Was für einen Vorteil habe ich nochmal, wenn ich es sofort löse? Wenn du es sofort löst, dann kriegst du, also wenn du dran bist natürlich, ne, Bayer beginnt jetzt gleich, wenn du es aber dann sofort löst, kriegst du für jeden Buchstaben, der noch fehlte, einen Punkt. Alles klar, okay, dann habe ich dich vorhin nur falsch verstanden. So, okay, Bayer darf jetzt noch eins rausstreichen, was wir nicht spielen werden. Ich sage nochmal, Sport wird komplett gestrichen, alles klar. Gott hat gesprochen. Gott streicht Sport. Hast du Sport gestrichen? 6. Stunde, okay. Sport fällt aus. Dann kann ich das nämlich jetzt schon einmal hier reinladen. Wir spielen Redewendung. Wo habe ich das denn? Ja, wo habe ich denn die Redewendung? Ich bin kurz irritiert, ich muss noch gerade in den Ordner reingehen. Da ist es doch, okay. Und genau, ich hoffe, dass das jetzt wieder so klappt wie eben. Wir gehen wieder auf den Gamescreen. Genau, die Namen kann ich jetzt nochmal ausfriemeln, die brauchen wir nicht. Das sind die Lampnames. So. Das heißt, im Stream seht ihr das und ich teile jetzt mit euch noch meinen Bildschirm, so dass ihr Paint dann auch wieder seht. Das ist dieses hier. Seht ihr den Screen mit Paint? Mhm. Alles klar. Das ist die Redewendung. Und genau, ich habe mir hier auch alles aufgeschrieben, wie es ist. Im Chat könnt ihr natürlich fröhlich mitraten, was es sein könnte. Bayer, du darfst jetzt... Aber bitte nicht reinschreiben, weil das kommt ja auch schon mal vor. Ja, genau. Ja, also nichts vorwegnehmen oder so. Chat, haltet euch zurück. Genau. Bayer, du darfst beginnen. Nenn mir bitte den ersten Buchstaben. Und ich versuche mitzuzählen. E. Klasse. Überraschend. Okay, weil ich muss noch gerade zählen. 1,
zwei, drei, viermal kommt das E vor in der ganzen Geschichte und ich trage es auch hier ein. Da. Und da. Und da. Und da. Damit hat der Bayer 4 Punkte gemacht und der Sebi ist dran. Ein R. Ein R kommt genau einmal vor. Ui. Und zwar hier. Damit kriegt Sebi einen Punkt. Okay. Wer war oben rechts von euch im Stream? Der Wookie ist dran. Ein N. Sorry. Wie Norbert. N wie Norbert. Wookie hat auch Glücksrad geguckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Fünf. Und zwar... John Robert, es gibt nur einen Buchstaben, den du jetzt nehmen kannst. Warum? Oh nein. Play with me. Nein. So. Achso, warte mal. Oh, warte mal, warte mal. Robert. Da was gibt. Und dann haben wir da eins und wir haben da eins. Okay, Robert ist dran. Ich sag's nochmal nur zur Erklärung, ne? Wenn du jetzt löst, kriegst du alle fehlenden Buchstaben als Punkt. Das will mir schon durch sein, aber ja. Ich muss mal gerade kurz gucken, ob es im, ja, im Stream ist es zu erkennen. Wunderbar. Schön. Ich nehme A. Ein A? Ja. Alles klar. A haben wir. Also am besten nicht nur eins. Zwei. Haben wir dreimal. Und zwar haben wir da eins und wir haben da eins. Und wir haben hier eins. Und damit ist der Bayer wieder dran. Was? Ist das Deutsch? Es ist Deutscher. Okay. Ein D wie Dora. Ein D wie Dora kommt eins, zwei, dreimal vor. Eins, zwei, drei. Devidora haben wir hier. Hast du dich sicherlich nicht vertippt? Die Redewendung geht, glaube ich, anders. Nö, geht so. Und dann noch, was habe ich gesagt, dreimal? Okay. Hier noch, so, okay. Dann ist jetzt der Sebi dran. Sebi, verkack's nicht. Okay. No pressure. Moment. Kommt schon, Sebi. Ah, ich möchte bitte lösen. Okay, was sagst du? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist vollkommen korrekt. Ich werde es nicht ausfüllen. Du bekommst dafür dann 1, 2, 3, 4, 5. Achso, kann ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Punkte für das Lösen. Fühlt sich ein bisschen an wie Diamant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Punkte, habe ich gesagt. Ne? Okay, wunderbar. Das war die erste Runde Galgenmännchen. Als nächstes haben wir punktemäßig den Robert. Robert, du darfst aus den verbliebenen 6 Kategorien jetzt auch wieder auswählen, was du... Die nicht wiederholst. Nein, doch, ich werde sie wiederholen später, ich bin ja nett. Also, ich sage nochmal die Kategorien, die es jetzt noch gibt. Und zwar haben wir Literatur mit 26, Musik mit 26, Werbung mit 35, Ort mit 16, Spiel mit 20 und Kunst mit 30. Eins wählen, ja, was wird spielen, eins, was nicht gespielt wird, was rauskommt. Ah, okay, dann schmeißt die Kunst raus. Schade. Okay. Jetzt habe ich alle anderen wieder vergessen. Literatur 26, Musik 26, Werbung 35, Ort 16, Spiel 20. Werbung bitte. Werbung für 35, alles klar, das werde ich einmal kurz laden. Du willst einfach, dass Sebi gewinnt, ne? Klar, im Stream ist es auch geändert worden, wunderbar. Okay, es ist nicht Axt, der Duft der Frauen provozieren. Ist auch nicht außen Top-Hits im Geschmack. Das ist der beste Albumname. Ihr müsstet das Neue sehen. Und Robert, du beginnst dann auch. Ach, das auch noch. Genau. Dann nehmen wir mal ein E. Ein E, ich muss gerade gucken, wo bin ich da? So. Oder gib mir 6. Oder 18. Was? Ich habe noch nie so ein langes Wort gesehen. Ja. 18 E. So, warte mal gerade. 1, 2, 3, 4, 5,
5 mal. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Das muss ich jetzt selber mal gucken. Also hier ist es, glaube ich, einfach. Da ist es nämlich da. Du weißt schon, dass du auch ein Buchstabentool hast da oben, ne? Ja, aber ja, da muss ich jedes Mal okay. reinklicken, Buchstabending machen. Das ist umständlicher, als es selber da reinzumalen. Aber danke fürs Besserwissen. Das hat auch sich auch wieder fürs eckige E entschieden. Ja, das macht doch mehr Spaß. Okay, 5 Punkte. Und dann ist jetzt der Bayer dran. N wie Nordpol. N wie Nordpol haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal auch. 1, 2, 3, 4, 5. So, das haben wir hier. Ah, ich hab's. Fuck. Was? Okay. Sebi. Er ist allwissend. Shit. Sebi ist dran. Fuck, ey. Fuck. Ein S wie Siegfried. Ein S wie Siegfried haben wir. 1, 2, 2 Mal. Gebe ich dann die Punkte. 1, 2. Und wir haben das Ganze einmal dort. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, doch nicht Bayern, ne? Doch, 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 doch. Okay, dann ist der Wookie dran. Komm schon. Wie Bayer jetzt einfach nur hofft, dass entweder Scheißbuchstaben genannt werden oder falsche Buchstaben. Nimm wenigstens einen guten Buchstaben. Ich habe noch nichts, Wookie. Ich würde mal mit dem X versuchen. Was? Was? D wie Dora. D wie Dora? Mhm. Kein D drin. Oh, was? Dann ist jetzt der Robert dran. Nice. Ah. Das ist natürlich jetzt die Chance, also ne? kein Druck, Robert. Ja, den machst du mir jetzt gleich mit der Zeit wahrscheinlich. Mein Buchstaben einfach sagen ist ja einfach, ich überlege aber noch. Passt, das passt ja wunderbar, okay. Bisschen Zeit gebe ich dir zum Überlegen, es ist nicht so, dass wir mega den Zeitdruck haben. Aber vor 10 Minuten wollte Sebi eigentlich ins Bett, ich sag's nur. Ja, ich nehme G wie Gustav. G wie Gustav ist, jetzt auch noch genommen. Ist auch drinnen. Einmal. Oh. Was? Nämlich hier. Damit ist der Bayer wieder dran. Möchtest du lösen, oder? Oh Gott! Das ist doch noch ein G. Was? Was? Achso, Entschuldigung, genau, sorry. Aha. Hast recht. Ja. Aha. Ja, da. Genau, hier unter eins gewesen. Sorry, habe ich jetzt gerade. Ich möchte lösen. Ja, bitte. Waschmaschinen leben länger mit Kalko. Vollkommen korrekt. Achso, warte. Und ich habe bei den Essen wirklich auch mit SCH überlegt, aber. Oh, sehr gut. Okay, das heißt. Bayer bekommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Punkte. Ne, 21 Punkte sogar, da war noch ein. 21 Punkte. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Könnt ihr euch noch an Dieter Bürgi erinnern? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alles klar. Es geht weiter und zwar darf jetzt wieder der. Ne, warte, wie ist das wieder? Jetzt darf Sebi. Aus den 4 übrigen Kategorien entscheiden. Achso, warte mal, welche haben wir gerade gespielt? Werbung, die ist jetzt weg. Okay, Sebi, entscheide zwischen Literatur 26, Musik 26, Ort für 16 oder Spiel für 20. Welches spielen wir, welches schmeißt du raus? Wir schmeißen beide Spiele raus, ne? Ist klar. Spiel raus, Ort rein. Oh Gott! Ort rein für 16, okay. Dann haben wir hier den Ort. Sollen wir nicht speichern? Ich verstehe die Taktik, Sebi. Und Sebi beginnt. Ein E wie Emil. Ein E wie Emil ist genau einmal hier drin. Bing. Nämlich hier. Dann ist der Wookie dran. Ein N wie Norbert.
N wie Norbert ist zweimal drin. Dann ist der Robert dran. Gott. Ich nehme A. Das ist ein bisschen tricky gemacht, gebe ich zu, aber wollte es nicht zu einfach machen. Ein A ist zweimal drin. Ich mache kurz erst die Punkte wieder hier. Und zwar haben wir einmal das und das. Und dann ist der Bayer dran. Ein I. Ein I. Dann kriegst du zwei Punkte. Da und einmal da. Oh, ja, ich hab's. Oh. Sebi ist dran. Bisschen spät. Was? Ein H. Ein H ist einmal drin. Und zwar... Ja, jetzt schafft man's. Ja, dann habe ich keine Ahnung, was das oben sein soll. Der Wookie ist dran. Was? Warte mal. Ich hab's sofort. Das ist ein Ort. Ein Ort. Die Akropolis in Athen. Richtig. Das stimmt. Oh, ist doch kein Ort, das ist ein Gebäude. Wenn ich jetzt schreibe Gebäude, jetzt kommt doch nicht wieder mit dieser Kack. Das ist ein Ort. Aber es hat mich so fertig gemacht. Ja, genauso, weil Walze auch ein Ding sind. So. Ich dachte gerade auch die ganze Zeit, was haben wir denn für einen Platz in Aachen? Ja, schon mal Aachen mit Doppel-A. Ich war schon empört. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte kriegt der Wookie fürs Lösen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und damit kommen wir jetzt auch zu Wookie, der jetzt die letzte Kategorie entscheiden darf. Es sind nur noch, also warte mal, du hast mit Ort mal gespielt. Du hast jetzt Literatur oder Musik, beides hat 26 Buchstaben. Ich nehme Literatur. Du nimmst Literatur? Alles klar. Als Spießer. Literatur haben wir hier. Musik macht mich sehr. Nur weil er nicht Opernsängerin nehmen konnte. Alles klar. Die letzte Runde, Hangman beginnt jetzt und Wookie, du beginnst auch. Okay. Ich nehme das N wie Norbert. N wie Norbert. Ich gucke mal gerade, haben wir eins. Ja. Einmal drin. Wahrscheinlich auch da, wo ich es denke. Wo denkst du denn, wo es ist? Sag ich nicht. Okay. Es ist, doch hier selbst zum Affen, das ist ja. Es ist hier. Nee, überhaupt nicht in der Nähe. Alles klar, Robert, du bist dran. Ein E. Ein E haben wir. Eins, zwei, drei Mal dabei. Drei Punkte für Robert. Eins, zwei, drei. Wir haben da. Wir haben dort. Wir haben das da. Das sind die drei E's. Und damit ist der Bayer dran. Mal gucken, ob zum dritten Mal jetzt, nachdem Bayer jetzt einen Buchstaben sagt, er es raus hat. Je nach Buchstabe ist das möglich. Sind wir bei Spiel 7 oder bei Spiel 8 schon? Das ist Spiel 7 und danach kommt noch ein kurzes. Ah, okay. Eigentlich sehr kurz. Alles klar. Also, presumably kurz. Dann sage ich mal D. D haben wir zweimal drin. Zwei Punkte für dich. Einmal. Ich möchte lösen. Da, okay, Sebi möchte lösen. Und was sagst du, was es ist? Per Anhalter durch die Galaxis. Das ist korrekt, das stimmt. Oh, sauber, ey. Und damit kriegst du einen Arsch von Punkten. Ich sag dir auch, bitte Bayer, bitte check das nicht. Bitte check das nicht. 20 Punkte nochmal für Bayer, für Sebi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Damit sind wir durch mit Hangman und der Endpunktestand. Ich muss das gerade zusammenrechnen. Respekt, Sebi. Auf dem, aber ich mache erstmal das hier.
Dann haben wir 10, 20, 30, 37. Hier haben wir 10, 20, 30. Ja, krass. Also auf dem letzten Platz bei dem Spiel ist der Robert mit 15 Punkten. Der Wookie mit 17 Punkten auf Platz 3 bekommt also einen Punkt für dieses Spiel. Schreibe ich mir direkt auf. Auf dem zweiten Platz, das war relativ nah beieinander, wir haben einmal 37 Punkte und einmal 43 Punkte. Ich habe mich schon getwittert. Der Bayer hat mit 37 Punkten Platz 2 und Sebi hat mit 43 Punkten das Spiel gewonnen. Das heißt, Bayer kriegt nochmal 2 Punkte, Sebi kriegt 1, 2, 3 Punkte. Glück gehabt, Sebi. Okay, das wird jetzt eine spannende Geschichte. Damit kommen wir jetzt so, also ja genau, das war Spiel Nummer Dingenskirchen. Ich beende mal kurz das Teilen. So, und damit sind wir im letzten Spiel angekommen. Eine Sache haben wir heute ja noch nicht benutzt. Ich war ja ganz inkognito unterwegs und habe euch einen Umschlag mit einer ominösen 15 drauf mitgegeben, die natürlich nur dafür steht, dass wir gerade in der 15. Ausgabe von Lampalooza sind. Ich dachte, das ist Lambda Chi. Ich dachte, das heißt einfach nur AX. So, ich nenne das Ganze mal Spiel 8. Das ist falsch schon beschrieben, das ist total... Ach, der OCD in mir wächst. Warum ist das falsch schon... Achso, ja, ich habe einfach irgendwie was gemacht. So, das Spiel heißt einfach nur geschickt. Was glaubt ihr denn, was in dem Umschlag drin ist? Habt ihr schon irgendwie eine Idee? Wenn man so viel... Also es ist viereckig. Was? Vielleicht ein Kaugummi? Es könnte was zum Essen sein. Nein, das ist ein Gummibärchen? Das ist nichts zu essen. Ein Radiergummi? Ist das Pulver, das Leute umbringt? Ist das jetzt nur das bei Spiel, dir? Wer es zuerst errät? Nein, das ist nicht das Spiel. Nein, ihr dürft es gerne mal aufmachen. Da drin ist zum einen, also es ist nochmal in Alufolie eingepackt und das da drin ist nochmal in Serviette eingepackt. Das Spiel geschickt. Alter, das ist Acid. Das ist kein Acid. Auspacken jetzt? Ja, ihr dürft es auspacken. Ihr dürft es auspacken. Hey, ich kann jetzt keine... aber noch nicht viel. Alter. Passt auf, da drin in der Serviette sind kleinteilige Sachen drin, die spitz sein könnten. Oder spitz sind. Aber ich darf das jetzt aufmachen. Du darfst es jetzt aufmachen, ihr dürft es auf dem Tisch schon mal vor euch ausbreiten. Dort drin findet ihr nämlich, ich sage es jetzt schon mal so langsam, ihr findet ein Stück Kordel, Schnur, also Garn könnte man sagen, und drei Stricknadeln oder Nähnadeln. Okay. Nice. Denn geschickt ist nur der halbe Name des Spiels. Geschickt eingefädelt wäre der ganze Name dieses Spiels. Ganz gefickt eingeschädelt. Ja, das wollte ich mir jetzt dann sparen. es ist natürlich jetzt, man erkennt es wahrscheinlich nicht so super gut. Wir machen das Gleiche jetzt wie folgt. Ihr steht gleich bitte einmal auf. Noch nicht, bleibt ruhig noch sitzen, ich erkläre es einmal nur. Wenn ich gleich, also ne, ihr steht auf, wenn ihr alle steht, sage ich einmal los. Dann müsst ihr euch alle dreimal um die eigene Achse drehen, euch dann wieder hinsetzen und dann die, und dann gewinnt derjenige, der zuerst die, die drei Nadeln oder die Schnur in die drei Nadeln einfädelt, sodass man das nachher hochhalten kann und die drei Nadeln dann da hängen. Ich habe, das kann ich mal sagen, ich habe bei euch allen die Enden von, den, von der Schnur, habe ich wirklich mit einer Schere abgetrennt, damit das theoretisch nicht fransen sollte oder nicht zu sehr. Die Nadeln haben unterschiedlich große Löcher, das sind drei unterschiedliche. Und das ist dabei wirklich, nach dem ganzen Abend musst du dabei so lachen. genau, und im Prinzip ziemlich straightforward. Also, genau, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann könnt ihr euch hinstellen, dreimal um die eigene Achse drehen, hinsetzen und wer zuerst eingefädelt hat, sagt bitte wieder seinen Namen und dann gucken wir mal, was so passiert. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe es versucht, bei mir hat es wirklich lange gedauert, bis ich es eingefädelt habe, besonders bei dem engsten Loch. Und ja. Danke, danke. Okay, habt ihr noch Fragen zu dem Spiel? Nein. Dreimal drehen, dann den Namen rufen, einfädeln. Namen nein, rufen? Namen rufen musst du erst, wenn du komplett fertig bist. Einfach dreimal drehen, dann hinsetzen, einfädeln und wenn du mit allem fertig bist, Namen sagen, damit ich weiß, damit ich dann weiß, was Sache ist. Es geht, jetzt schon verwirrt ist, wie ist er dann in 20 Sekunden? Es geht um echt vieles, ich sag's nochmal. Okay. Deswegen, seid ihr bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Ja. So. Ich bin halt mal sehr gespannt. Also ich habe es mal versucht und also, es gibt ja, was ich immer lustig finde, es gibt ja diese Einfädelhilfen, die ich aber viel anstrengender finde zu benutzen, als das einfach selber dann reinzumachen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich habe mal eine gesehen, die konnte das damit echt gut. Ich bin damit nicht so zurechtgekommen. Ich habe es so dann geschafft. Man kriegt es auf jeden Fall, also in alle passt es auch rein. Ich habe das getestet, wie gesagt. Aha. Jetzt bin ich mal... Jahrelange Forschungen haben dazu geführt, dass ich weiß, wie man das am besten macht.
Und das ist natürlich jetzt ein sehr ruhiges Spiel zum Abschluss, aber es war entweder, es sind drei Nadeln. Robert ist fertig. Krasser Scheiß. Kannst du es bitte einmal hochhalten? Oh, krass, okay. Ja, Moment, ich mach die Kamera noch. Scheiße. Ja, aber stimmt, okay, krass. Alle drei Nadeln drauf, super. Was? Easy. Tricknadel. Die anderen sind noch gut dran. Hast du da Übungen drin, Robert? Ist das von deiner Mutter irgendwie mitgegeben worden, oder? Ich hab die Nadeln fallen lassen. Sebi ist Zweiter. Ich hab Sebi gehört, das ist okay, alles gut. Ich habe natürlich auch den guten alten ersten Trick gemacht, das Ende erstmal abgeleckt. Mhm. Das habe ich auch bei euch allen nochmal gemacht, damit es. So ein Faden, der nicht. Der nicht ich habe. Ja. Kannst du auch das andere. Nee, das hilft aber auf jeden Fall. Ja. Bin sehr aber habe ich lange nicht mehr gemacht, aber das sind so Sachen, die. Bayer ja. und Wookie liefern sich hier noch das letzte Battle für den letzten Punkt, der auch noch wichtig sein könnte. Ja. Alter! Das ist nicht so. Also, so schwer Name. Ist das nicht. Ja, aber ich habe hier. Ach. Nur weil du so viel strickst. Da hilft mir das nicht. Stricknadeln haben kein Loch. Das wird schon gefragt, was ist das eigentlich bei uns mit dem ganzen Ablenken hier? Karten und Dominosteine, Fäden. Hier wird ganz viel abgeleckt irgendwie, das stimmt wohl. Machen naja, das macht man einfach ja, so. Ja, stimmt. Ich kenne das auch so. Als nächstes machen wir mal so ein Spiel mit, wer die meisten Briefumschläge zulecken kann. Irgendwie. Faden ist am Arsch. Oder Briefmarken. Über Porto. Über Porto. Wer am meisten Briefmarken auf einen Umschlag kriegt. Hm. Aber mittlerweile sind die meisten Briefmarken ja selbstklebend. Das ist dann immer ja, ein bisschen schwierig. Halt die Richtung. Ja. Du musst irgendwelche Sammlerstücke dir schon kaufen und das ist dann so ein bisschen schwierig. Ja, aber wenn du die ableckst, dann kriegt die mal noch auf den Umschlag. Aber ohne wer zu trinken zwischendurch. Wenn die meisten Straßenlaternen ableckt. Wer zuerst Corona hat. Das wird Winterlampe loser. Wookie ist auch durch. Naja, scheiße. Wookie war knapp vorher noch. Alles klar. Super, dann dürft ihr die Kamera einmal wieder auf euch richten. Das war doch ein schönes Spiel. Guck mal, da werden wir noch um halb quasi fertig. Herzlichen Glückwunsch zur schnellen Bewältigung dieser Aufgabe. Ihr wart auf jeden Fall, das kann ich mal sagen. Ihr wart alle schneller als ich. Ihr wart alle schneller als ich mit der Sache, das kann ich mal sagen. Nun denn, kommen wir zum Finale. Das war Spiel Nummer 8. Ich mache einmal kurz das hier so. Ich schreibe schon mal alles auf. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an euch, dass ihr wieder so toll mitgemacht habt. Ich hoffe, die Spiele waren in Ordnung heute. Und Sieger nicht Dirk. So, ja. Wir kommen zu einem Endpunktestand. Auf Platz 4 mit insgesamt 8 Punkten dieses Mal der Bayer. Gott hat 8 Punkte gemacht. War ja auch nur Volontär heute. Mehr Punkte als Tage. Gott ist dead. Okay. Gott ist tot. Am 8. Tag spielte Gott Lampelosa. Genau. War ein Montag, passt. Das wiederholt sich dann immer. Dann haben wir auf dem 3. Platz, und das war wirklich knapp, auf dem 3. Platz mit 12 Punkten, der Robert. Und jetzt haben wir einmal 13 Punkte und einmal 15 Punkte. Und auf dem 2. Platz mit 13 Punkten... Der Wookie. Sebi gewinnt. Lampelosa 15 mit 15 Punkten. Es geschehen noch Wunder und sonst was. Er hat es endlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Sebi. Geil. Endlich Danke. Hat das mal funktioniert hier. Na, es freut mich sehr. Sebi, ich kann es noch hier reinschreiben. Sieger ist Sebi. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihren Support. 15 lange Folgen hat es gedauert, bis ich hier mal endlich es geschafft habe, den Jungs hier zu zeigen, wo denn der Hammer hängt. Vielleicht liegt daran an diesem tollen neuen Intro. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr gut. Das war doch mal super. Das war auch echt knapp. Also ich habe ja zwischendrin aber die Punkte noch gesagt. Und ihr wart jetzt am letzten Spiel. Wäre Sebi nicht Zweiter geworden, beziehungsweise wäre Wookie vor Sebi fertig gewesen, dann hättet ihr beide auch nochmal stechen müssen. Dann wäre es nochmal in die Verlängerung gegangen. Das war... Wegen Löcher. Nee, es war echt krass spannend. Ganz gut, dass ich die Joker nicht dabei hatte dieses Mal, sonst wäre es wieder anders ausgegangen. Ich fand es super gut. Die letzten Worte gelten euch. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ich habe aber Angst, das war I Love Lampe. Nein, auch die anderen. Nein. Schöner Abend, war, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sebi, am Ende geht man mit der Stimme eigentlich. Sebi, wenn du jetzt merkst, dass du nicht 8 Spiele vorbereitet hast, ne?
Also ich habe mal unter uns jetzt, hört ja keiner zu, ich habe schon einiges vorbereitet gehabt, was ihr mir schon geklaut hattet. Ja? Das Klickerspiel zum Beispiel. Das Klickerspiel zum Beispiel oder alles andere. Ich guck mal. Wir müssen gleich noch entscheiden, ob wir es nächste Woche machen oder wann auch immer. Ja, das besprechen wir in der Nachsitzung. Kleiner Spoiler, es könnte sein, dass nächste Woche nämlich was anderes ist. Ja. Reden wir aber gleich. Ja, es wird toll, es wird bombastisch. Ich bringe Feuerwerk mit. Sebi, ich bin wirklich stolz auf dich. Das freut mich mal ganz im Herzen. Und das hast du auch wirklich erkämpft heute. Ja, das war also kann heute, das war, kann heute niemand abschreiben. Ey, ihr tut gerade alle so, wenn ich meinem Hund irgendwie was beibringe und der am Ende ist. Das hast du fein gemacht, Sebi. Das hast du richtig gut gemacht. Super Hund, hast du toll gemacht. Hast du richtig toll gemacht. Danke. Wir sind echt stolz auf dich. Also ganz ehrlich. Nee, war. Sebi, ich hab immer an dich geglaubt. Robert, kannst du mal nach links und ein bisschen. So, bei mir ist. Also im Stream ist. Im Stream ist aber was? Woanders quasi. Achso, ja, nee. Alles klar. Nein, Glückwunsch, Sebi, Glückwunsch. Ja, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich bei euch, liebe Lamm, dass ihr mitgemacht habt. Lieber Chat, vielen Dank, dass ihr dabei wart und so schön auch euch unterhalten habt und quasi die ganze Zeit präsent dabei wart und Support gezeigt habt. Ich sage schon mal auf Wiedersehen. Ihr dürft noch die letzten Worte sagen und dann beenden wir das Ganze. Irgendwann gleich wird irgendwann wieder hier gemabelt. Wahrscheinlich gegen 11. Ich muss noch twittern. Gott ist danke, Stefan. Gott ist richtig tot. Lang lebe Sebi. Hashtag Team Sebi. Okay, Robert, auch noch irgendwelche letzten Worte, oder?